London im Jahre 1874. Ist die Heimat des arroganten Chirurgen François-Guillaume de Tesserac, des manipulativen Schnösels Lord Henry, des altersschwachen Grafen Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg, sowie Earl D. Wilson, Falkenbergs pessimistischem Butler. Alle vier haben eines gemeinsam. Sie kennen Herrn Moreton, der in einem rätselhaften Brief um ein dringliches, persönliches Gespräch bittet und das Quartett zu diesem Zwecke nach Moreton Manor kutschieren zu lassen gedenkt. Die Kutsche fährt zunächst bei ihnen vor. Eine üppige Gestalt steigt aus, nicht dick, aber doch kräftig, und klopft an die Tür. Das ist dein Haus. Ja, es hat nicht geklopft. Ah, mon Dieu, das muss der Kutscher sein. Habt ihr jemanden mit dem Namen Ashton erwartet? Tatsächlich handelt es sich bei dem Fuhrmann jedoch um einen wortkargen Russen namens Dimitri. Sehen Sie, das sage ich die ganze Zeit, Winston. Die Ausländer nehmen uns die ganzen Kutschen weg. Am Ziel angekommen, werden die Gentlemen sogleich in Empfang genommen und bewirtet. Ein offensichtlich als Butler gekleideter älterer Mann schaut euch an. Oh, kennen Sie beide sich? Mein Name ist Bruce. Hoch erfreut, die Herrschaften zu treffen. Treten Sie bitte ein. Mit einer ausladenden Geste stößt er eine große Tür auf, eine Doppeltür, und macht den Weg zum Flur frei. Ah, das ist doch viel mehr. Das ist doch mehr unser Stand, oder? Dieses wunderschöne Räumchen hier. Kaufmann, das ist der Flur. Ich freue mich immer, wenn Winston was besser weiß. Du Gute. Den Tee bitte. Da der Hausherr selbst nicht zugegen ist, nutzen Sie das Teekränzchen für erste Konversationen. Wenn Sie möchten, kann mein Butler auch bei Ihnen einmal nach Giften schnuppern. Er hat das feinste Näschen ganz Asiens. Ich verzichte darauf, dass Ihr Butler seine Nase in mein Essen stülpt. Gut, dann sterben Sie in Frieden. Ich bin der Kern seines Lebens. Ich bin der Grund, der einzige Grund für seine Existenz. Na, wollen Sie mich veräppeln? Ich muss lachen. Haha. Ich hasse mein Leben. Plötzlich scheint eine Gestalt draußen im Garten zu stehen. Da scheint mir jemand vor dem Fenster zu stehen. Das ist immer so, wenn man isst. Das sind die Armen. Als sie hin... doch. Wenig später wendet sich Sophie, eines der Hausmädchen, verzweifelt an die Besucher. Ich muss Ihnen etwas sagen. Hier läuft nicht so, wie es sollte. Mein Elliot ist verschwunden. Wer ist Elliot? Mein kleiner Sohn. Ihr Sohn? Yes. Auch der alte Moreton soll sich seit einigen Tagen in sein Büro zurückgezogen haben. Irritiert nehmen die vier ihre Einladungen unter die Lupe, wobei ihnen nun auffällt, dass die Schrift darauf etwas ungelenk wirkt und leicht verwischt ist. Wissen Sie, hat Ihr Butler eigentlich auch eine Einladung bekommen? Natürlich nicht. Er gehört zum Haushalt. Haben Sie eine Einladung? Was? Haben Sie eine Einladung? Kraftmann, Sie haben keine Einladung mehr. Warum? Sie haben sie weggegeben. Was halte ich denn da in der Hand? Meine Kündigung. Na, die brauchen wir nicht, ja? Sieh hier mal mit Ihren Witzen. Meine Herren, schlägt Lord Henry vor, wo wir doch hier nun eingeladen und offensichtlich sitzen gelassen worden sind, dann können wir uns doch auch ein Abenteuer daraus machen. Er will der mysteriösen Gestalt im Garten nachstellen. Ausgerechnet der tattrige Falkenberg schließt sich der Mission an und versucht, zusammen mit Lord Henry durch eines der Fenster nach draußen zu klettern. Ich helfe dem älteren Herrn hinaus. Ja, helfen Sie mir. Dadurch, dass die Fenster fast bodenhoch sind, ist das ohne große Anstrengung zu bewältigen. Und ich steige hinterher. Rücken. Das war kein gutes Geräusch. Ich glaube, Sie müssen dieses Abenteuer ohne mich. In der Zwischenzeit stellt Wilson unauffällig das gesamte Haus auf den Kopf. Wie halten Sie es mit ihm raus? Dieser Butler checkt jeden Raum. Was ist der, eine Ratte? Was ist los mit ihm? Ich verstehe es nicht. In jedem Raum, den wir betreten, er guckt sich die Gardinen an. Er entdeckt in der Waschküche ein Kleid mit Tintenflecken am Ärmel und findet heraus, dass Mrs. Moreton abgeschottet im Westflügel hausen soll, geplagt von schweren Depressionen.
Draußen im Garten erwischt Lord Henry den jungen Donny Cook, der ums Anwesen herumschleicht. Er ist Sophies Liebhaber und der Vater des verschwundenen Knaben, wird jedoch vom alten Moriton sowie Officer Peabody, dem Polizisten des Dorfes, auf Abstand gehalten. Bevor Lord Henry mehr herausfinden kann, bekommt Donny Panik und ergreift die Flucht. Ich putze meine Schuhe im teuren Perserteppich, der auf dem Boden liegt, gründlich ab. Okay. Gehe zurück ins Herrenzimmer zu den anderen Herren. Derweil lässt sich François de Tesseract zum Büro von Mr. Moriton führen, das leider verschlossen ist, und unterhält sich mit Dienstmagd Isabel. Ich kann mich nicht beklagen. Die Arbeit ist einfach, die Bezahlung ist gut. Vielleicht hin und wieder anstrengend, dass wir wegen dieser Hunde das Anwesen nicht verlassen können. Denn als junge Frau würde ich natürlich schon gerne mal in die Stadt gehen, aber ansonsten... Welche Nein. Hunde, pardon, Mademoiselle, welche Hunde meinen Sie? Hat man Ihnen es denn nicht gesagt? Also, um das Anwesen laufen überall wilde Hunde herum. Es ist richtig gefährlich, nachts rauszugehen. Zum Glück ist Officer Peabody immer in der Nähe. Zunehmend skeptischer macht sich das Quartett auf den Weg zum Westflügel, steht aber auch hier zunächst vor verschlossenen Türen. Seit der kleine Daniel Moriton vor 3 Jahren im Wald verschwand, heißt es, habe Mutter Moriton sich aus Trauer in diesem Teil des Hauses verbarrikadiert. Nun, das klingt für mich nach einem Traumata, vielleicht eine Depression oder eine andere Psychose. Vielleicht dürfen wir ganz kurz einmal durch diese große Tür gehen. Ich nehme an, das ist die Tür des Westflügels? Ja, ich muss aber ehrlich... Isabel. Aber die Tür wird verschlossen. Sagen wir, ich schaue einfach weg. Ich gehe einfach in die Küche und... Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin zufälligerweise bin ich im Stande, die simple Mechanik eines Schlosses. Ich will's gar nicht hören. Zu überbrücken. Isabel geht einfach sozusagen einzubrechen. Als der Einbruch dennoch misslingt, muss Lord Henry seine manipulativen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Er will Butler Bruce, der lügenderweise von sich behauptete, dem Hause Moriton schon seit Jahren zu dienen, davon überzeugen, ihm das Versteck des Schlüssels zu verraten. Wir müssen dringend in den Westflügel. Es geht hier um Leben und Tod. Um 40er Schwert auf Lügen. Ha! Ja, geschafft. Gut. Also eine 2%. Nun, gut. Wenn dem so ist, dann... Was? Meine Herren, Sie werden es nicht glauben, aber hinter diesem Gemälde befindet sich Key West. Unsere 4 Gentlemen betreten das Zwielicht des Westflügels. Sämtliche Fenster sind zugenagelt. Die ersten Räume zu beiden Seiten wirken verlassen. Doch dann machen sie eine unheimliche Entdeckung. Ihr findet ein Himmelbett, dessen Laken völlig zerfetzt sind. An allen Enden des Bettes sind Lederriemen angebracht, mit denen offensichtlich jemand gefesselt wurde. 2 dieser Riemen sind aber zerrissen. Es sind eindeutig Kratzspuren. Hier wurde große Gewalt und große Kraft ausgeübt, das kann man wohl sagen. Stellt François de Tesseract zur allgemeinen Beunruhigung fest. Es ist schwer zu sagen, ob hier erbitterte Armut gehaust hat oder ein wildes Tier. Es ist wirklich schwer zu sagen. Und während ihr diskutiert, hört ihr plötzlich... von außerhalb des Gebäudes einen Schrei. Und hiermit verabschieden wir uns in den nächsten Teil. Fand das nicht entzückend? Man fühlt sich menschlich so angesprochen, gell? Wir sind gespannt, wie es weitergeht auf Moriton Manor, was geschehen ist und ob ihr rausfindet, was es mit all diesen Hinweisen auf sich hat. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Damen, Herren und Internetzuschauer. Hört. Yay! Willkommen zu Pen and Paper Moriton Manor, dem 2. und hoffentlich finalen Abend, je nachdem, wie ihr euch heute so anstellt. Schön, dass ihr 4 euch hier eingefunden habt. Schön, dass alle Zuschauer sich eingefunden haben. Ich rattere mal wieder pflichtbewusst zunächst alle Hinweise runter.
Hashtag Spitzestifte auf Twitter, da erreicht ihr uns heute. Votings funktionieren diesmal wieder über den Chat. Die Technik ist wieder am Start. Und mit mir am Tisch sind die vier besten Spieler, die man sich nur wünschen kann. Schön, dass ihr alle da seid. Prost, Prost, Prost. Prost, Prost, Prost. Geil. Prost. Hallo Hauke. Hallo. Schön, dass du Hauke, du weißt, nur halten, nicht trinken. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Ach, ich auch. Echt ein bisschen aufgeregt. Total. Schön. Ja. Hoffentlich wird es richtig gut. Ich bin auch ganz gespannt, was ihr noch alles so rausfindet, was ihr vielleicht nicht rausfindet oder was für Schlüsse alles. Oder Fehlschlüsse ihr vielleicht zieht. Ja, wir alle wurden gerade, sowohl ihr als auch die Zuschauer, auf einen schönen Stand gebracht. So. Vielen Dank für diesen wunderbaren Zusammenschnitt. Das war echt eine ganz tolle Zusammenfassung des letzten Abends. Denn dieses Mal ist die Story ja besonders wichtig. Und dementsprechend versuchen wir, uns schnell wieder reinzufinden. Lieber Eddie, wer bist du auch am heutigen Abend wieder? Jetzt? Bonsoir, mes amis. Je m'appelle François Guillaume de Tesserac. Ich bin geboren in einer kleinen Stadt in der Nähe von Paris. Ihr hört auf den Namen Ta Gueule, vielleicht haben Sie davon gehört. Ich bin Chirurg von Beruf. Ich gehe meinem Handwerk sehr gerne nach. Ich forsche sehr gerne am Institut für Forschung. Und ich wurde von meinem alten Freund Moriton eingeladen in sein Anwesen. Es ist eine schöne Zuhause, die er sich kreiert hat. Und ich habe diesen netten Monsieur kennengelernt. Ich freue mich sehr, mit Ihnen ein genusshaftes Abendmahl genießen zu dürfen. Und wir haben ein paar komische Sachen entdeckt in diesem Haus. Ich kann sagen, ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl in diesem Haus. Irgendwas stimmt nicht. Die Schwingungen, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber irgendwas ist hier nicht so, wie ich es gewohnt bin von meinem Freund Moriton. Diese netten Herren werden mir sicherlich dabei helfen. Werden mir sicherlich helfen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ne? Selbstverständlich. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, wir haben hier im Westflügel gerade einen Schlüssel gefunden. Ich habe ihn hier von meinem Freund Kanye West. Und es ist ein Schlüssel, den mein Kollege hier gefunden hat. Und nun, wir haben einen Schrei gehört. Ich habe keine Ahnung. Es hörte sich an wie eine Frau, aber wer weiß in dieser Welt schon, was Frau und was Mann ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe viele Kreaturen in meinem Leben aufgeschnitten. Es war vielleicht Winston. Und damit möchte ich auch Nein. mit der Vorstellung aufhören. Mein Name ist François, Sie können mich auch den Doc nennen. Doc, danke für Ihre Vorstellung. Mein Name ist Thaddäus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ich bin ein Mann von Welt und Geld. Mein Vermögen umfasst Ländereien, Städte, Häuser, Menschen und alles andere. Wenn Sie etwas besitzen, dann ist die Chance sehr hoch, dass es eigentlich mir gehört. Sollte es wieder, Martin, nicht mir gehören, dann werde ich mich und mein kleiner Reiserevolver schon darum kümmern. Peng, peng. Haha, nein, nur ein Witz. Ich bin sehr legal. Man sagt mir nach, ich hätte die Gier erfunden. Es ist ein wundervolles Kompliment, doch ich kann es nicht annehmen. Ich sage ja immer, die Gier hat mich erfunden. Mir jederzeit zur Seite steht mein allseits bereiter, stets untergebener Butler Winston, der mich mit einer Hingabe anhimmelt, dass es mir schon beinahe unangenehm ist. Er verehrt mich abgöttisch und betet den Boden an, auf dem ich wandle. Gut, vielleicht putzt er ihn, das kann ich nicht genau sagen, denn ich schaue nie nach unten, ich befasse mich nur mit Dingen auf Augenhöhe. Ich bin fertig. All mein Leben suchte ich nach etwas. Doch dieses Etwas kam nie und führte auch zu nix. Und dieses Nix, nix kann mir helfen, aber ich komme ihm nahe, dem Preis am Ende meiner misslichen Lage. Jede Nacht träume ich von dem Tag, wenn er endlich da ist und deine Existenz versagt. Es führt mich zu dem Gefühl, das ich am sehnlichsten fühlen möchte. Zum Leben kommt es, wenn deine Zeit, wenn dein Leben verkommt. Mein Name ist Earl D. Wilson. Ich bin Foo Fighters Fan, aber kein Fan von meinem Grafen. Der Mann heißt Winston. Er ist schon ein wenig alt. Winston. Nun, mein Name ist Lord Henry.
Zuallererst möchte ich anmerken, dass ein Mann nur ein Künstler sein kann, wenn er nebenbei nichts anderes macht. Jemand, der einen Beruf hat und nebenbei Künstler ist, ist ein erbärmlicher Hochstapler. Wie Sie sehen, kann ich sehr gut mit Menschen umgehen. Ich bin geboren in eine feine Adelsfamilie. Ich bin der einzige Erbe. Ich bin von unfassbarem Reichtum belästigt. Ich bewege mich ausschließlich in feinen adligen Kreisen, wo man über die kümmerlichen Existenzen um einen herum lästert und sich belustigt die Nase rümpft. Ich persönlich bin davon gelangweilt und suche jede Gelegenheit, die sich mir bietet, um diese Langeweile in Manipulationen auszuleben. Ich manipuliere Leute gerne und zerstöre am Ende ihre Existenzen, denn meistens ist es so, dass sie mich früher oder später langweilen. Sie hingegen, meine Herren, Sie haben mich bisher sehr gut unterhalten und ich hege doch die Hoffnung, dass das noch eine ganze Weile so sein wird. Bis auf einen von Ihnen, den habe ich bereits auf dem Kicker. Ich möchte nicht sagen, wer es ist. Winston. Es ist Winston. Man weiß es nicht. Ich möchte es nicht sagen. Ich freue mich sehr, jetzt dieses Abenteuer mit Ihnen zusammen fortsetzen zu dürfen. Ich nicht! Ja, das habe ich mir gedacht. Vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung. Und wie es denn so braucht, ist, verabschieden wir uns danach in eine ganz kurze Werbeunterbrechung, sind danach gleich zurück und dann beginnt unsere Geschichte. Bis gleich. Yes! Vielen Dank für diese kleine Reise in die Vergangenheit und herzlich willkommen zurück zu Pen & Paper Moreton Manor 2. Schön, dass alle da sind und wir können sogar unmittelbar mit unserem Abenteuer beginnen. Liebe Runde, beim letzten Mal befandet ihr euch gerade dabei, den Westflügel zu erkunden. Stelltet fest, dass alles durchaus verlassen wirkt, viele Räume verstaubt sind, dass allerdings im Schlafzimmer der Moretons irgendetwas vor sich ging, das keineswegs dem normalen Schlafzimmergebaren zuzuordnen wäre. Ihr habt das Bett gefunden mit zerrissenen Fesseln, Kratzern, zerbrochenes Fenster. Bislang klingt alles normal für mich. Und während ihr euch noch umsaht, hörtet ihr plötzlich einen Schrei, der scheinbar von draußen kommt. Und genau genommen, wir können mal die Karte einblenden, denn heute haben wir eine Karte für euch, die es euch und den Zuschauern erleichtern soll, wo wir uns gerade zu finden. Ach, das ist schön. Ihr befindet euch im Schlafgemach und von dort aus jetzt, wenn wir drauf schauen, rechts, aus der Richtung kam das Geräusch, also vom Haupteingang und dem rechten Teil des Hauptgebäudes. Winston, gehen Sie mal nachschauen. Ihr befindet euch im Erdgeschoss. Das klang gefährlich. Bitte was? Gehen Sie mal nachschauen, Winston. Wo soll ich nachschauen? Na, wo der Schrei herkam. Welcher Schrei? Der gefährliche. Der, wie wenn da jemand abgeschlachtet wird. Das war ich. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das erklärt so viel. Nun, ich glaube, dass Ihre Seele in großer Pein ist, lieber Butler. Aber ich glaube nicht, dass dieser Schrei nach außen von Ihnen kam, auch wenn Sie innerlich stetig am Schreien sind. Mir erschien es so, als wenn dieser Schrei eventuell aus einer oberen Etage gekommen sein mag. Wie kommen Sie denn darauf? Der Spielleiter hat gerade betont, Sie befinden sich im Erdgeschoss. Das hätte er eventuell nicht getan. Dieser Mann ist ein Genie. Warum ist Ihnen das nicht eingefallen, Winston? Sehr gut gemacht. Jetzt passen Sie doch mal auf. Können wir noch mal die Karte sehen? Ich nehme einmal Spaghetti. Wo siehst du denn jetzt hier? Ihr seid im Schlafgemach. Der Schrei kam von rechts quasi. Aber wo erkennt man denn die Höhe? Der kann von außen also auch kommen. Wenn du sagst, ihr seid jetzt im Erdgeschoss. Ich habe nur noch darauf hingewiesen, weil oben rechts steht Erdgeschoss. Zwei Treppen, okay. Die nach oben führen. Führen beide Treppen nach oben oder führt eine nach unten? Nun, wir sollten diesem Schrei nachgehen. Vielleicht ist jemand in Not und braucht medizinische Hilfe. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Das ist immer das Beste in solchen Situationen. Ist es dafür nicht viel zu spät? Wer auch immer schreit, er schreit nicht mehr. Problem gelöst. Lassen Sie uns doch in den Salon gehen. Ein wenig
Pfeife rauchen, schmauchen, reden. Ich persönlich halte es für gefährlich, sich aufzuteilen. Was machen Sie, wenn der ältere Herr zwischendurch an Altersschwäche stirbt und niemand bemerkt es? Nun, das wird nicht mein Problem sein, weil ich gehe mit Wilson. Ich denke, Sie möchten sich trennen. Ich gehe selbstverständlich mit dem Arzt. In Zweiergruppen natürlich, nicht das jeder für sich. Das so macht ja überhaupt keinen Sinn. Mon Dieu. Also, ich würde mich nie von Ihnen trennen, nachdem ich weiß, dass Sie mein Leben retten können, jederzeit. Sehr verehrte Lords, ich möchte Sie gerne noch einmal auf dieses Bett hinweisen. Wie Sie sehen können und wie Sie bereits vorhin eindrucksvoll mit Ihrem unglaublichen Intellekt bewiesen haben, können Sie Blutspuren erkennen. Möglicherweise gibt es eine Gefahr in diesem Haus. Nun gibt es für mich folgende Vorschläge. Abhauen. Winston, es ist mir absolut schleierhaft, wie Sie dem Drang widerstehen können, diesen Raum aufzuräumen. Sie wissen nichts. Nun, also dann lassen Sie uns demokratisch sein. Wir sind alle dafür, diesem Schrein nachzugehen. Sehe ich das richtig? Das war sicherlich ein Scherz von Ihnen, Monsieur. Selbstverständlich. Nun, wollen wir zusammenbleiben oder wollen wir uns aufteilen? Zusammen. Ich denke, zusammen sind wir ein sehr schlagkräftiges Team. Immerhin haben wir zusammen 3 schlagfertige Gehirne und 6 schlagfertige Fäuste. Vergessen Sie bitte nicht meinen einen kleinen Reiserevolver. Aber wir wollen doch bitte kein Blut vergießen. Lassen Sie uns doch erstmal ein bisschen friedlich sein. Wer weiß, vielleicht ist es einfach nur, vielleicht geht es Frau Moriton einfach nur schlecht. Lassen Sie uns doch einfach erstmal nachsehen. Da wurde doch schon Blut vergossen. Das ist dir direkt vor uns. Mein Butler hat Sie gerade darauf hingewiesen. Wir diskutieren uns hier zu Tode. Hier entlang, bitte sehr. Das voilà. Gefällt mir gut. Ein Mann mit Initiative. Welchen Initiativewert haben Sie direkt? Ich habe ertragen auf 30. Ich kann Sie nicht mehr ertragen. Bitte gehen Sie voraus. Ich finde, das ist ein passabler Vorschlag. Also, wer möchte denn vorausgehen? Von Ihnen starken Männern? Ja, dem Schrei nach. Okay, damit würdet ihr wieder auf den Flur gehen. Ja, und ihr seht schon, durch die Fenster in Richtung Innenhof seht ihr schon, dass da irgendjemand sich offensichtlich bewegt. Also da ist irgendwie ein Lichtschein oder ähnliches. Ob es eine Fackel, eine Kerze, könnt ihr noch nicht ganz genau ausmachen. Das draußen, ist weit weg. Draußen, genau, im Freien. Ich habe aber immer noch meinen Kerzenhalter in der Hand, ne? Also den hatte ich. Okay, gut. Ja. Genau. Ja, ihr könnt den Flur weiter weg, entlang gehen, verlasst den Westflügel. Können wir das Fenster öffnen? Kannst du versuchen. Ich versuche, das Fenster zu öffnen. Es gelingt dir, ohne Probleme. Weil ich schon in meinem Leben, ich habe diverse Fenster geöffnet. Ich war mir sicher, es wird auch dieses Mal gelingen. Nun, ich habe das Fenster geöffnet. Ich nehme ein bisschen von die frische Luft. Sehr gute Luft hier oben. Und schreie runter. Wer ist da? Wer hat geschrien? Gut, die fast 50 Zentimeter bis zum Boden sorgen dafür, dass dein Schrei recht gut widerhallt. Wer da? Also es antwortet eine Stimme aus der Dunkelheit. Und das Licht scheint sich zu bewegen, so als ob es eine Person in der Hand hält. Jetzt wiederholen Sie doch nicht unsere Frage. Stehen geblieben! Antworten Sie! Was heißt hier? Stehen geblieben! Plötzlich kommt das Licht auf euch zu. Nun, wir stehen die ganze Zeit. Was reden Sie? Aus der Dunkelheit kommt eine Person. Sekunde. Wir sind einmal... Ja. Ein etwas in die Jahre gekommener Mann, Polizistenuniform, gepflegter grauer Bart und richtet eine Waffe auf euch. Monsieur, das muss doch nicht sein, warum? Wer sind die Herrschaften? Ich möchte Ihnen die Lords vorstellen, Sie müssten wahrscheinlich Officer Peabody sein. Ich darf vorstellen, die Gäste, höchstpersönlich eingeladen von Mr. Moriton, Sir Lord Henry, Sir Tesseract und Lord Graf Mon. Wir sind zu Gast hier. Und haben soeben einen Schrei vernommen. Sind Sie deswegen hier? Offensichtlich sind Sie für mich die ersten Personen an einem Schauplatz des Verbrechens. Passen Sie auf, wie Ihre Waffe da ich war. Also ich verbiete mir diese Anschuldigung. So wie Sie die Waffe halten, wollen Sie vielleicht einen zweiten Schauplatz des Verbrechens eröffnen. Nur über seine Leiche. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich beim Rückenschießen Landesmeister war. Sehr gute Leistung. Na gut, ich war der einzige Teilnehmer und die anderen wussten nichts, aber Leistung zählt. Was genau führt die Herrschaften denn hierher, wenn ich fragen darf? Eine Einladung von Monsieur Moriton. Und Sie? Ich bin Polizist, habe einen Schrei gehört und bin natürlich sofort eingeschritten. Da stieß ich auf die Leiche des Hausmädchens. Bitte was? Auf fast barbarische Art und Weise verstümmelt. Oh, ich bitte Sie, und dann stoße ich hier auf 4 Fremde, die nachts herumschnüffeln, in einem Haus, in dem ich sie noch nie gesehen habe. Nun, ich zeige Ihnen erstmal meine Einladung.
Bitteschön. Ja, schnappt sie dir weg und scheint sie sich interessiert anzugucken. Und ich zeige Ihnen mal. Soll ich sie Ihnen vorlesen? Würfel mal. Hast du Menschenkenntnis? Ja, aber. Würfel mal bitte auf Menschenkenntnis. Aber nur 90. Ja, würfel mal auf Menschenkenntnis. Also, hast du da eigene Würfel oder? Mit was? Will jemand? Mit beiden einen. Würfeln. Hm? Oh, falsch rum. Warte. Genau, für alle, die das vielleicht auch nicht verstehen, du hast ja jetzt zwei Würfel. Nee. Was? Oh. Genau, mit Kamera. Würfel mal nochmal. Nee, das war doch gut, was ich gewürfelt hatte. Ja, wenn du es nicht schaffst, lass es. Aber damit die Leute einmal sehen, okay, wie die Würfel aber es war gut, was ich gewürfelt hatte. Genau. Das war schlechter. Eben hatte ich 20, deswegen mache ich jetzt hier die 20, weil das besser ist. Ja, du hast eben eine 22 gewürfelt. Genau, stimmt. Eine 22. Einmal für alle, die sich wundern, wie man auf solche Werte würfeln kann. Das sind zwei Würfel. Einer mit den kleinen Ziffern, 1 bis 9, 0 bis 9 sogar. Und einmal 0 bis 90. So. Du hast eine 22 gewürfelt. Das ist sogar ein kritischer Erfolg. 65 von deinem 90 vom besten Ergebnis entfernt. Dankeschön. Du bemerkst, während er liest, dass da was nicht stimmt, dass für dich ziemlich klar ist, der nicht lesen kann. Werter Herr Officer Peabody. Er schaut dich argwöhnisch an. Ich weiß, diese Schrift ist etwas krakelig. Soll ich Ihnen das vorlesen? Absolut, das kann ja kein Schwein lesen! Ja, da gebe ich Ihnen aber recht. Wo waren Sie denn auf der Polizeiakademie? Ich habe einen Onkel, der auch Polizist ist. London, selbstverständlich. Wer was auf sich hält? Ach, war zufällig Lord Mountbatten Ihr Lehrmeister? Daran kann ich mich nicht erinnern. Er war lange Jahre Lehrmeister an der Akademie. Lügst du gerade oder stimmt das? Ich lüge. Okay, dann helfen wir auf Lügen, bitte. Warum muss ich ihn gar nicht fragen eigentlich? Es hätte sein können, dass es Teil seines Charakters ist, aber 83, nicht geschafft. Shit. Oh, was? Ich habe 80, ich habe 83 geworfen. Ja. So eine Schade. Okay. Ist mir nicht bekannt. Also, kam nicht gut an. Offensichtlich ist die Lüge aufgeflogen. Na gut. Ich verstecke mich dabei. Gut. Also, ich verziehe mich tatsächlich, ich verstecke mich. Okay. Wie wollen Sie das denn machen, würfeln, wenn Sie vor mir stehen? Ja, doch, weil er ja eigentlich euch anguckt. Würfel mal sogar um 300 erschwert. Nee, um 10 erschwert. 10 erschwert, okay, dann habe ich jetzt 70 sozusagen. 60. 60, geklappt. Ja, okay. Gut, du schaffst es, dich zurückzuziehen, aus dem Blickfeld zu verschwinden. Okay, ich gehe zurück zu dem Raum, wo Graf Mon nächtigt. Oh, das ist aber ein Stück. Darf ich nicht? Doch, kannst du. Ich meine, das ist nur ein Stück. Das ist jetzt nicht um die Ecke. Aber du musst durch das komplette Männer laufen. Warte doch lieber, nimm lieber eine Waffe in der Umgebung, oder? Irgendwas, irgendeinen schweren Gegenstand oder so. Zum Beispiel einen Kerzenleuchter, den hat er in der Hand. Oh, ja gut, okay, ja, nee, gebe ich recht. Okay, danke für den Hinweis nochmal, aber ich hätte einen anderen Plan, aber dann... Das, ja. Also du kannst recht. Da selbstverständlich hingehen, ich weise nur darauf hin, dass er ein Stückchen ist. Wollen Sie meinen Ausweis sehen? Ich zeige Ihnen gerne meinen Ausweis. Dokumente oder wollen Sie irgendwelche Dokumente sehen? Irgendetwas, was ich aus meiner Tasche ziehen kann? Haha! Hast du wirklich die Waffe gezogen? Natürlich! Sie ziehen mir... dieser Mann bedroht mich! Dieser Mann gehört nicht zu uns. Wissen Sie, er ist etwas senil. Nee. Gut, wir gehen jetzt auf Kämpfen. Oh nein. Aber hallo! Wir haben so schön geredet. Ich muss einmal erklären, wie man überhaupt kämpft. Ich will doch gar nicht kämpfen! Du hast eine Waffe auf dem Polizisten. Ich will sie bedrohen, ich bedrohe sie. Der wird jetzt schießen. Kreislauf! Nein! Das ist ein Polizist, du richtest eine Waffe auf den. Dann zitter ich vielleicht mit meiner Waffe und dem Polizist. Ihr kämpft jetzt. Ach, jetzt kommt. Warum denn ihr? Warum ihr? Du und der Polizist, ihr kämpft jetzt. Lassen Sie meine Waffe. Lassen Sie mich da raus, Monsieur. Das war völlig anders geplant. Winston! Ich bin versteckt. Lord Henry! Ich bin versteckt. Womit haben Sie die Kanone geladen? Wie du allen dieser... okay. Du darfst, wenn du möchtest, den ersten Schuss abfeuern. Aber ich möchte doch gar nicht schießen. Ich möchte sie bedrohen. Ja, ich verrate dir noch nicht, was passieren wird. Aber ich kann dir ja sagen, du hast halt eine Waffe auf einen Polizisten gerichtet, die du gerade aus deinem Revers gezogen hast mit dem Ruf... Oh nein! Und der hat halt eine Waffe auf euch gerichtet. Ja, in meinem Kopf klang das wie eine Mexican Standoff. Naja, aber, du hast halt eine Waffe und er hat eine Waffe. Das ist kein Mexican Standoff, da schießt man. Ich warne Sie, ein letztes Mal. Jetzt lassen Sie uns doch beide unsere Waffen schießen. Ihr seid in einer Sekunde. Du musst jetzt entscheiden, möchtest du schießen oder nicht? Das möchte ich von dir wissen. Mal kurz off character. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist. Ich verrate dir das bestimmt nicht. Du hast eine Waffe auf den Polizisten gerichtet. Schieß oder lass es. Der Polizist schießt.
Alter, in dem Moment, als du die Waffe ziehst, schießt er natürlich. Ach, so. Scheiße. Na, wieso? Jetzt echt? Ja, der schießt jetzt. Ja, aber das ging ja jetzt. Das ist ein Polizist, du hast im Dunkeln eine Waffe gezogen, nachdem Mord passiert ist. Der hat nicht mal den Ausweis gezeigt. Woher weiß ich denn, dass der Polizist vielleicht ist? Aber der hat eine Waffe. Ich glaube, die Waffe. Kannst du die Waffe nach dem Ausweis fragen? Tut mir leid, der schießt jetzt. Ja, aber kann ich dann noch zurück und doch schießen? Der schießt jetzt. Kann ich dann nicht auch schießen? Ich habe gesagt, verschont. Ich schieß nicht. Du hast gesagt, ich mach. Ich lass es mal aus deinem Rücken schießen. Drehen Sie sich bitte um. Scheiße. So. Scheiße. Kopfschuss. Mein Butler versteckt sich, Lord Henry, erzählt irgendwas vom Krieg. Ach, scheiße. Und der Doktor? Sie sind aber bereit jetzt gleich. Oh, scheiße. Der Doktor. Ja, okay. Oh, scheiße. Ich fühle mich verraten. Das ist mal cool, dass du dich gefreut hast. Nimm mir ein bisschen was zu essen mit nach oben. Officer Peabody, die schießt auf dich und trifft dich. Was? Aber ich habe doch massive Reflexe. Du bekommst... Ich bin unter Verstecken 45. Nee, jetzt sind wir auch fair. Er trifft dich in den Bauch. Du bekommst 70 Schadenspunkte. Oh, Alter! Das ist doch ein Witz! Das kann ich nicht akzeptieren! Vielleicht kann ich ja der gesagt, Doktor ich schon euch nicht mehr. 70 Schadenspunkte. Was kann ich? Haben Sie zufällig eine Katze da? Halt! Nein! Winston! Ich will mal auf beruhigen. Winston! Ich renne ja erstmal zu ihm. Achso, du rennst zu ihm. Deswegen ja, ich renne renn zu. Okay, ich kümmere mich Winston. Natürlich sofort. Winston! Wer ist denn dran überhaupt? Ja, wir lassen erstmal ihn seinen Bauchschuss ausspielen. Officer Peabody steht da. Erfahrungsgemäß kann diese Waffe so schnell keinen zweiten Schuss abfeuern. Deswegen ist er eher skeptisch euch gegenüber und es ist keine entspannte Situation auf jeden Fall momentan. Das kann ich bestätigen. euer Bekannter, ich möchte nicht sagen Freund, euer bekannter Schrägstrich Arbeitgeber liegt angeschossen am Boden. Was möchtet ihr tun? Ja, ich beuge mich natürlich direkt hin und Oh Mann, jo, was, lassen Sie mich kurz mal das ansehen. Oh, das ist interessant. So, das ist aber sehr. Gucken Sie sich das mal an. Sehen Sie das hier? Das hier, dieser direkte Einschuss, direkt an der Milz vorbei, sagt man Milz, ja? Es geht direkt an die Milz vorbei. Fantastischer Treffer. Ganz toll. Es hat keine lebensnotwendigen Gedärme getroffen. Ich wette mit Ihnen, wenn ich auf der Rückseite gucke, ist ein wunderbarer Austritt. Na, boah. Das ist ein Austrittswunde. Was sag ich? Es ist direkt eine Austrittswunde, eine kleine Austrittswunde. Das ist gar kein Problem, aber es ist eine wunderschöne Wunde. Ich wünschte, ich könnte ein Foto davon machen. Officer Peabody scheint durchaus schockiert. Warum haben Sie denn das getan? Ich verstehe es immer noch nicht. Okay, ich verarzte ihn jetzt. Und okay, ich springe auf. Also ich stoppe die Blut. Moment. Leute. Ich stoppe die Blutung. Mit was? Stopp! Mit Utensilien zum Blutstoppen. Wo hast du die denn? Ja, ich reiße etwas ab. Okay, das ist ja eine Ansage. Du reißt von deinen Klamotten oder von was? Von seinen Klamotten. Schnell, geben Sie mir etwas von Ihrem Hemd oder so, ein Fetzen. Dankeschön. So ist nämlich verarzt. Gut. Ah, jetzt machen Sie das schon. So. Mein Leben ist so viel mehr als Ihre. Sie, das war mein Rotztuch. Geben Sie besser was anderes. Das Wichtige ist, du brauchst gerade nicht würfeln, weil dein Wert so hoch ist. Okay. Das ist kein Problem. Drücken Sie, halten Sie den Druck. Ich brauche etwas zum Umbinden. Haben Sie vielleicht. Ist er versteckt oder nicht? Bist du da? Ich bin rausgerannt zu Graf Mon. Du verarzt es aber. Ich nehme meine Krawatte. Ich würde direkt den Officer ansprechen. Warte, ich nehme meine Krawatte und wickel das hier um diesen Mann drum. Die Blutung stoppt. Sehr gut. Wie fühlen Sie sich? Legen Sie kurz die Beine hoch. Es wird Ihnen gleich besser gehen. Es war ein glatter Durchschuss. Mich, als hätte ich nur noch ein Achtel meiner Lebenskraft. Das wird gleich sehr viel mehr, kein Problem. Okay. Sie sollten auf jeden Fall nicht mehr sprechen und schon gar nicht irgendwelche schnellen Bewegungen machen. Aber Winston. Blutung gestoppt. Ja, also Lebenspunkte kriegt er dadurch nicht wieder. Du hast ihn nur verhindert, dass er jetzt gerade direkt drauf geht. Ja, immerhin. Gut, wichtig. Ist vielleicht auch ganz nett. Das war ein sehr herber Schuss. Er braucht ernsthafte ärztliche Versorgung. Euer Freund ist dabei zu sterben. Aber ich denke, das habe ich gerade gestoppt. Du hast deine Utensilien dabei. Ja, vorerst, aber ich meine, ich kann gar nicht einmal anschießen und dir dann ein dreckiges Tuch auf den Bauch. Sie verdammter Narr! Was haben Sie getan? Das war meine... Was haben Sie getan? Er hat meine Waffe gezogen und hier im Dunkeln und... Dieser Mann ist 400 Jahre alt und nicht mehr im Sinne seines Verstandes fähig. Jetzt werden Sie mal aber nicht frech, Winston. Ich bitte Sie. Officer, wir sind Gäste dieses Hauses. Wir sind zu Besuch, um unseren Freund
Moriton zu besuchen. Nun lassen Sie uns gehen und lassen Sie uns meinen Grafen verarzten. Na gut, verarzten Sie den Kerl, aber mach, dass Sie wegkommen. Und ich trage Graf Mon sozusagen. Vielleicht kommen Sie mit. Wir müssen ihn aufs Zimmer tragen und er muss eigentlich direkt in ein Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob er überleben wird. Wenn ich mir das so angucke, er verliert zu viel Blut. Ich habe ihn zwar sehr gut gestoppt, die Blutung, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ja, ab aufs Bett halt, blöd gesagt, ne, erstmal. Ja. Ja. Ab aufs Bett, und zwar das nächste Bett. Officer also Peabody. Achso, ihr seid nicht sehr weggegangen. Gut. Okay. Also wir drei sind weg. Okay. Also wir tragen, also Woody und ich tragen ihn auf das Bett, wo schon Blut lag. Das ist das nächste wahrscheinlich. Ach so, im Schlafzimmer direkt. Okay. Das ist eine gute Idee, dieses Bett ist sowieso ruiniert. Ob da jetzt ein Mensch oder zwei drauf sterben, macht doch auch keinen Unterschied mehr. Mr. Peabody. Ja, er ist schon dabei, so halb wegzugehen, aber er dreht sich nochmal zu dir um. Bleiben Sie doch mal hier. Sie haben gerade einen Menschen fast getötet. Ich hab doch nur meines Amtes! Geht weg. Also das ist ein unangenehmes Thema offensichtlich. Für beide Seiten. Ich meine, nicht das richtige Thema, um ihn davon abzuhalten zu gehen. Genau das Gegenteil tut er gerade. Mr. Peabody, ich habe mit Ihrer Frau geschlafen. Er geht trotzdem. Na gut, dann lasse ich ihn. Sie Schwein! Ich werde Sie finden! Sie haben ja gar keine Ahnung, wie besten Feind Sie sich gerade gemacht haben, mein Herr! Haben Sie Kinder? Haben Sie eine Frau? Haben Sie einen Lieblingshund? Essen Sie gerne irgendetwas? Bald nicht mehr! Sie haben noch ungefähr 10 Wörter übrig. Dann will ich Sie nutzen. Noch 10 Wörter zu darf leben. Darf ich Sie nutzen, Herr Wilson? Ich muss Ihnen etwas sagen. Es ist sehr wichtig. Nein, nein, nein. Es bleibt keine Zeit. Wer weiß, wie viele Lebenspunkte mir dieser Vollidiot noch lässt. Es ist folgendermaßen. Vor einer Weile sind Sie beim, also Sie sind in dem Haus, in dem wir uns beide befinden. Da ist eine Uhr Ihnen auf den Kopf gefallen. Und Sie wussten dann nicht mehr, wer Sie sind. Also habe ich die Gelegenheit genutzt. Und ich habe Ihnen erzählt, dass Sie mein Butler Winston sind. Sie sind in Wirklichkeit Graf Thaddeus Montgomery. Und den Rest habe ich vergessen. Bohlen, Krupp, der ganze Humbatsch, ist doch alles scheißegal. Denn am Ende sind wir doch Freunde, oder nicht? Habe ich Sie nicht immer wie ein Freund behandelt? Ich hasse mein Leben. Und ich hasse das Ihrige. Wenn das der Wahrheit entsprechen sollte, wissen Sie eigentlich, was Sie mir 58 Jahre angetan haben? Naja, es waren eher so 30. Sie waren jetzt auch nicht super nett als Graf. Ich nehme den Revolver aus deinem Dings. Okay. Monsieur, warten Sie, bevor Sie mit der Pistole etwas Unüberlegtes machen. Das ist ganz normal. Er ist momentan in einem Fiebertraum. Er weiß nicht, was er redet. Beruhigen Sie sich bitte. Nehmen Sie es nicht für voll, was er sagt. Das stimmt alles. Ich habe Fotos. Ein köstliches Schauspiel, wie ich finde. Ich mach meine Jacke auf, hole Medikamente. Das Gehirnmittel, es war zu spät. Flump in ihn rein, aber ich nehme die Pistole und steck sie ein. Ein schlechter Tausch. Für mich. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor. Alter. Vor 31 Jahren ist dem echten Lord eine Uhr auf den Kopf gefallen. Und vor 32 Jahren eine Vase. Und seitdem geht dieses Spiel hin und her. Wäre das nicht ganz köstlich? Es wäre eine sehr lustige Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn es wahr wäre. Ich kann es fast nicht glauben. Es klingt wie Fantasie. Fantasie. Also was genau tut ihr? Ja. Alter, ey. Du hast das ganz kurz mal. Alter, was soll denn mal kurz dabei sein? Ich hab das eingebrochen. Gut. Polizisten in der Waffe. Ich zieh meine Knarre und schrei, haha. Dass ich meine medizinischen Kenntnisse darauf beschränke, in der Kindheit Mäusen das Genick gebrochen zu haben, würde ich sagen, ich begebe mich jetzt auf die Reise, um den Ursprung des Schreis zu finden. Okay. Ich habe mal eine kurze Frage, weil Simon, du sagst, ist kurz vorm Abnippeln. Du könntest ihn jetzt verarzten, richtig. Wenn du deine Utensilien nimmst, die hast du ja dabei, auf deinem Zimmer sind die, dann kannst du vielleicht hinkriegen, dass es ihm besser geht. Okay. Soll ich rennen? Ja, wenn du es anbietest. Winston,
Wilson! Wilson! Ja. Pardon. Es wäre wichtig, ich bleibe kurz hier bei dem Lord und kümmere mich bei dem Graf Lord. Ich werde immer durcheinander mit all diesen Titeln. Bei diesem reichen Mann. Ich bin bitte, der Butler, verdammt! Bitte eilen Sie schnell auf mein Zimmer. Ich habe dort ein kleines Täschchen mit den wichtigsten medizinischen Instrumenten. Ich kann vielleicht noch etwas für ihn tun. Vielleicht gibt es eine bittige Chance, um ihn ein bisschen noch am Leben zu halten. Vorausgesetzt, Sie beeilen sich. Das würde ich gern haben. Ich bin sofort weg. Also ich renne tatsächlich jetzt zu okay. dem Vielen Raum. Vielen Dank, Tesseract. Randnotiz aber noch. Ich besuche... Nee, tue ich nicht. Ich renne und hole die Sachen. Du besuchst doch deine Großeltern auf dem Weg. Gut, ja, ich bin unterwegs in Richtung Schrei. Okay, dafür musst du durch den Haupteingang raus. Zumindest der einzige Weg, den du nach außen kennst. Legitim. Ja. Okay. Gut. Krass. Du kommst als Erster an, kannst die Sachen holen. Du bringst ihn auf... Hast ihn ja auf das Bett Ja, wir gebracht. Haben ihn quasi dahin ja, genau. gebracht. Okay, ja, du kannst den Hauptausgang verlassen, wenn du möchtest. Die Musik, steht hier, passiert gerade irgendwas? Nee, du hättest gerade einen riesig krassen Höhepunkt. Okay, oh. Wurde einfach mal so einprogrammiert, dass nach 20 Minuten gehen die davon aus, dass was Krasses passiert. Das kam ja viel zu spät. So. Du ja. trittst also nach außen. Ich spüre Nebel. Ich sehe aber niemanden. Kommt gleich. Ich muss nur... Nee, kommt nicht. Oh. Das ist geil. Geil. Wer war das denn? In den Tisch hat sich gebrannt. So kacke, ich hab wirklich... Ein Nebelloch. So. du trittst also nach außen. Geht jetzt nicht mehr. Ihr könnt es nicht sehen, aber die Nebelmaschine steht so auf dem Boden. So und Hauke drückt einfach den Knopf die ganze Zeit. Und jetzt immer nur ein schwarzer Fleck im Teppich. So, ja, du trittst also nach außen. Es ist neblig. Oh Mann. Ja, es ist neblig. Du trittst ins Freie. Du könntest links herum wird zu der Stelle gehen, wo offensichtlich eben Peabody war. Du kennst dich hier mit dem freien Ort noch nicht so gut aus ums Haus herum. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Okay. Dort gehe ich hin. Du läufst an dunklen Fenstern vorbei, kommst irgendwann an die Hausecke und als du um die Hausecke kommst, siehst du einen leblosen Körper am Boden liegen. Ich schaue mich um, ob jemand in der Nähe ist. Oh, kann ich vor dir liegt die Leiche des Hausmädchens Sophie. Oh, oh, oh. Verdammt. Sie ist übel zugerichtet. ich untersuche die Leiche. Ja. Schön, die Leiche wurde offensichtlich übel zugerichtet. Also sieht so aus, als wäre sie schlimm verletzt auf jeden Fall, fast zerfetzt an bestimmten Stellen. Also der Bauch ist total aufgerissen, als wäre sie von irgendwas angefallen worden. Ich durchsuche die Verstorbene nach Gegenständen. Sie trägt nichts Außergewöhnliches bei sich, außer du bist interessiert an der Schürze. Das wird sich zeigen. Ich schaue, ob dort Spuren von Getier, ob dort Fußspuren oder Fellspuren Leider sind. Hast du kein Licht bei dir. Mir geht ein Licht auf. Mm-mm. Nein. Mehr als die Leiche und den Körper kannst du so nicht ausmachen. Ganz kurz, liegt die draußen? Draußen. Oder die ist auf draußen. Dem Hof sozusagen? Ja, oder? Hof, das ist schon eher ein Beet. Mhm. Also es ist schon ein Garten. Mhm. Gut. Dann gehe ich weiter. Ich rieche. Wie weiter? Wohin weiter? Also weiter in den Innenhof sozusagen? Also würdest du jetzt, können wir die Karte nochmal sehen, damit ich einmal jetzt gut erklären kann, wo es ist. Ja. Du bist jetzt an dem, wenn du den rechten Teil des Hauses siehst, ne? Mhm. Bist du da an der oberen linken Ecke. Du könntest dich auch kurz umdrehen und es auf der Karte okay. zeigen. Da bist du. Ach, so weit weg. Ah ja. Mhm. Gut. Dann bleibt mir wohl nicht viel anderes übrig, als zurückzukehren. Denn das ist ja der Ursprung des Schreis, nehme ich an. Ich sehe ja nichts, ich habe leider kein Feuer dabei. Ich kehre zurück. Okay. In der Zwischenzeit kommt... Nö, da kannst du leider nichts zu beitragen, du bist nicht da. In der Zwischenzeit kommst du mit dem Koffer wieder an. Möchtest du ihn also verarzten? Ja, ja. Bitte. Wieso fragst du das so komisch? Nee, ich will das nur sicherstellen, das ist eine wesentliche Handlung. Kann ja sein, dass du sagst, ich möchte ihn kunstvoll verarzten oder die, ja. Narbe soll nachher aussehen wie ein Katzenbaby. Oder ja so. Gut, aber das ist ja interessant, dass es solche Optionen theoretisch gibt. Also ich könnte du kannst dir alles erschweren. Du kannst sagen, ich möchte die Kugel da rausholen, ich möchte alle inneren Organe eventuell reparieren. Die Kugel ist durchgegangen, da ist keine Kugel drin.
die ist wirklich durchgegangen, obwohl du noch keine Diagnose gestellt hast. Doch, habe ich vorhin. Ach so, okay. Doch, ja, habe ich doch gesehen. Sonntags immer so Blähungen. Okay, ja, die Kugel ist wirklich durchgegangen. Ja, also ich. Ja, wobei, doch, du hast medizinische Kenntnisse. Bei der Untersuchung stellst du fest, dass zumindest keine Organe innerlich schlimm verletzt sind. Hab ich doch auch schon gesagt. Ja, ich weiß, aber ich habe es nicht bestätigt. Und ich sag dir, was du siehst. Nun, wer ist hier der Arzt? Genau, von mir aus, wenn sie sich dann besser fühlen. Ja. Gut. Ja, du kannst ihn verarzten. Das würde ihm auf jeden Fall helfen. Und doch, würfel mal eine Probe. Weil es ist zumindest immer die Option, das besonders gut oder ganz schlimm schlecht zu machen. Auch wenn du da 100 hast. Ich würde sagen, es ist für dich jetzt kein, ja, durch die Nähe sehr sauberer, also für damalige Verhältnisse, ja. Schön ist nicht, aber kriegst schnell hin. 38. Okay, das ist in deinem Fall mit deinem Wert sogar ein kritischer Erfolg. Ah. So. Oh. Das fühlt sich gut an. Ja, doch, das hilft dir zunächst. Ich würde sagen, du kannst dir aufschreiben. Chirurg. Dass du 20 Gesundheitspunkte wiederkriegen würdest, allerdings musst du vorher ruhen. Also du solltest eine Nacht schlafen oder so. Das war schon, hat dir jetzt wirklich geholfen, aber du brauchst ein bisschen Ruhe. Du kannst nicht ohne weiteres jetzt wieder aufspringen. Ich sag mal, du verlierst zumindest nicht das Bewusstsein, die Blutung ist gestoppt und es sind keine schlimmeren inneren Verletzungen. Graf Montgomery, ich würde sagen, Sie sind aus dem Gröbsten raus, aber was Sie jetzt brauchen, ist ein bisschen Bettruhe. Schlafen Sie eine Nacht und morgen sind Sie ein neuer Mensch. Ich garantiere es Ihnen. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich sehe gerade, ich habe einen Feuermacher in meinem Inventar. Was ist denn ein Feuermacher? Damit kann ich eine Lichtquelle herstellen. Das ist ein Mensch? Das ist so eine Art Feuerzeug. Achso, ja, dann nenn das doch Feuerzeug. Ja, aber das ist ja ein altertümliches. Ein Taschendrache? Feuerzeug. Meinst du einen Taschendrache? Ja, das Wort war mir missfallen. Genau, ich würde gerne meine Meinung ändern. Ich gehe zurück, weil ich jetzt ja über eine Lichtquelle verfüge. Was möchtest du denn anzünden damit? Oder einfach den so? Ja, ich möchte gerne, ich schaue, ob in der Nähe ein Stöcklein als Fackel verfügbar ist. Ja, als Fackel, nö. So als Lichtquelle. Ja, das ist einfach nicht realistisch, dass du irgendein Stöckchen anzündest, was da im Freien liegt, im Tau. Ich möchte gerne Feuer, also ich möchte eine Lichtquelle herstellen. Lord Henry, bitte sehr. Du kannst dir den Kerzenständer. Ihr seid nicht zusammen. Doch, ich bin noch wieder im Raum, oder nicht? Er ist nicht im Raum. Draußen. Ach, draußen. Du bist immer noch draußen. Entschuldigung, aber ich hab gedacht, du wärst zurück. Du willst gleich annehmen. Ja. Nee, also... Du kannst deine Klamotten anzünden. Das ist das einzig Trockene, was du bei dir trägst. Das ist eine sehr gute Idee. Ich mache Folgendes. Ich suche mir einen Stock, der in der Nähe liegt. Ich wickle ein Stück meines Ärmels. Ich ziehe meinen Mantel aus und reiße mir ein Stück vom Ärmel ab, binde es um die Fackel. Und woher kannst du all das? Zwei Cloth, ein Ärmel aus. So langsam kommt es an den Punkt, das finde ich deinem Charakter nicht angemessen. Dein Charakter ist nicht so ein Anpacker. Dass nichts auf deinem Bogen spiegelt das wieder, dass du so ein praktischer Typ bist. Dann mache ich nur ein bisschen Feuer mit dem Feuermacher. Ja, das würde ich dir erlauben. Dankeschön. Und benutze das Licht, um nach Hinweisen zu suchen. Okay. Gut. Ich finde es keine. Gut. Es ist einfach die Leiche. Also der Platz ist natürlich zerwühlt, schwer, da jetzt sinnvolle Fußspuren. Es ist halt auch eine Rasenfläche, dadurch jetzt nichts doll eingedrückt oder so. Es sieht aber offensichtlich so aus, als ob zumindest eine Form von Kampf stattgefunden hat. Es war keine ruhige Situation oder ähnliches. Aber welche Form von Wunde ist es denn? Der ganze Bauch ist komplett aufgerissen. Oh. Also wirklich zerfetzt quasi. Mit dieser neuen Erkenntnis kehre ich zu meinen Begleitern zurück. Okay. Was tut ihr nun? Nachdem ihr Graf schlafen? Das, ja. Ja. Na gut, jetzt kommt der Nils und berichtet uns von der Leiche, würde ich mal sagen, oder? Ich würde mal sagen, da ist es relativ kalt, weil das kaputte Fenster und so, also ist nicht der ideale Ort, um zu schlafen. Könnt ihr? Ich mache ein kleines Nickerchen. Okay. Ich brauche ja irgendwie meine Lebenspunkte. Ich meine, es ist ja nicht deine Verantwortung, sondern die müssen dich ja wohin bringen. Aber ja, klar, aber du kannst da schlafen, ich sage nur, es ist nicht... Ich bin die einfach erstmal weggeratzt nach der harten Operation. Kann ich verstehen. Ich nehme mein Jackett und lege es drüber. Sie sehen, es ist hier zu kalt. Okay. Wenn Ihr Graf überleben will, wir müssen ihn in eine Räumlichkeit schaffen. Er hat ja keine Chance zu überlegen. Es sind schätzungsweise minus 7,3 Grad. Er wird erfrieren. Wir sollten ihn in ein wärmeres Zimmer schaffen. Würden Sie mir dabei helfen? Oui, Monsieur. Nun. Ah, ich sehe gerade, da kommt der Lord. Monsieur! Können Sie uns helfen, den Grafen in eine andere Räumlichkeit zu fahren? Er braucht etwas Ruhe und hier ist es zu kalt. Ich habe gerade eine Leiche gefunden. Haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe? Ich den Grafen.
Selbstverständlich, aber sind Sie vielleicht interessiert an der Neuigkeit? Ja, Sie könnten mir das gerne auf dem Weg erzählen, aber erstmal geht es hier darum, mein Leben zu retten. Haben Sie etwas dagegen, kurz anzupacken? Ich weiß ja nicht, ist dieses Laken nicht dreckig? Offensichtlich doch. Na, aber nur widerwillig. Das nehme ich gerne an. Nun, ab in und während wir ihn dann halt in eine Räumlichkeit auf eure Zimmer tragen. Ich meine, ihr könnt jeden x-beliebigen Raum nehmen. Ist nur, nur der Westflügel ist scheinbar nicht geheizt und so, deswegen. Ne, tragen wir ihn da auf unsere Zimmer. Gerne auf unser Zimmer sozusagen. Ja. Ja. Nun, Lord, jetzt können Sie, während wir schleppen den halt durchs Haus und da kann man ja dann auch sprechen dabei. Ja, ja, klar, ihr könnt euch unterhalten dabei. Was haben Sie dort draußen erlebt? Nun, das war eine ganz fürchterliche Angelegenheit. Der Rasen war total zertrampelt. Das ist furchtbar. Und mittendrin lag die tote Hausdame. Mon Dieu. Hausmädchen. Hausmädchen. Sie war ganz übel zugerichtet. Sind Sie sicher, dass sie wirklich tot war? Ich habe sie gefragt. Sie hat ja gesagt. Und da ich Menschenkenntnis deutlich habe, weiß ich, dass sie nicht gelogen hat. Nun, sie war übel zugerichtet, ihr kompletter Bauch war aufgerissen, als hätte ein tollwütiges Ungeheuer gewütet. Sie hatte keine Chance. Sie hat wohl einen Kampf versucht, aber das arme Ding. Verstehen Sie, was ich Ihnen gerade sage? Ja. Die hat das mit dem Rasen, ich bin geschockt. Wie kann man dann seinen eigenen Rasen bei so einem schönen Haus so verwahrlosen lassen? Ich verstehe es auch nicht. Dieses Haus macht mich rasend. Hat einen ganz fürchterlichen Gärtner. Nun, wie geht's denn dem alten Knaben hier? Wird er tatsächlich Gevatter Tod noch einmal von der Schippe springen? Ich meine, langsam wird's ja lächerlich. Nun, ich habe das Gröbste verbunden, wie es mir möglich ist mit dem, was ich hier zur Verfügung habe. Aber ich denke, er hat eine Chance zu überlegen, wenn er jetzt ein bisschen sich ausruht. Ein paar Stunden Schlaf wird ihm sicherlich gut tun. Ihr alle seid mittlerweile relativ müde. Also es ist schon wirklich, wirklich mitten in der Nacht, also 2-3 Uhr morgens. Ich weise euch nur darauf hin. Ihr könnt ganz normal weiterspielen, aber ihr seid eben müde. Mhm. Nun gut, wann gibt es denn Abendtee? Ich schlage vor, meine Herren, dass wir vielleicht alle etwas Kraft tanken. Es ist ein guter Augenblick. Wir können Graf Montgomery können wir sowieso nicht alleine zurücklassen. Wir können jetzt aber auch nicht in die Stadt fahren mit ihm. Wir müssen ein paar Stunden verbringen. Hier draußen scheint es zu gefährlich zu sein. Lassen Sie uns auf die Zimmer gehen und ein paar Stunden Kräfte. Vielleicht ist das eine gute Idee. Was halten Sie davon? Nur ich würde gerne vorher noch eines wissen. Also wenn dieser alte, klapprige Herr nun gar nicht der Graf ist, behalten wir nun dieses Spielchen bei oder tauschen wir jetzt die Rollen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde vorschlagen, das an dem morgigen Tag zu entscheiden. Denn ob wir allesamt am morgigen Tag noch leben, hängt von der Nacht ab. Das ist oft so im Leben, die Macht, die Nacht. Gut, dann gehe ich auf mein Zimmer, die Herren. Ich wünsche eine geruhsame Nacht, auf dass sie nicht sterben mögen. Gut, ihr geht also alle auf eure Zimmer. Zum Glück sind die Zimmer gut gewärmt. Ich glaube, die beiden sind in einem oder was? Das entscheiden die beiden. Also ihr habt der einzige bei Bewusstsein, würde ich sagen. Ja, also gerade das ist dann ein guter Punkt. Das wird gleich nochmal ein bisschen helfen. Gut, ihr legt euch also alle zur Nachtruhe. Ich würde gerne... Ja? Ich ziehe die Ritterrüstung an. Zum Schlafen? Eure, die ihr mitgebracht habt? Ja. Meine. Nein, okay, eigentlich seine. Kannst du machen. Aber du möchtest schlafen trotzdem? In der Ritterrüstung. Du möchtest wirklich wach bleiben. Finde ich eine sehr gute Idee. Ich weise dich nur darauf hin, das wird dein weiteres Spielen, nur weil ich das noch nie gesagt habe, maßgeblich beeinflussen. Dass ich nicht schlafen. Schlaf doch in der Rüstung. Für jemanden in deinem Alter auch und so. Na, du könntest auch schlafen, sich vielleicht einfach am nächsten Morgen anziehen. Kannst nicht gar nichts tun, du bist nur halt sehr müde. Ey, alles gut, das ist legitim. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Also mit dem deutlichen Hinweis nochmal, dass es deutlich erschwert, dann tatsächlich penne ich erstmal. Ich wollte nur nicht unfair sein und am nächsten Tag. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, ich halt wache, das war so mein Gedanke. Aber gut, dann penne ich halt tatsächlich auch. Ja. Okay. Ja. Gut. Ihr begebt euch nun also alle zur Nachtruhe, schlaft relativ problemlos ein. Allerdings erwacht einer von euch in der Nacht plötzlich. Und zwar
Guillaume de Tesserac. Ich glaube kein Wort. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Du hörst irgendwas auf dem Flur, das dich geweckt hat. Habe ich das gerade richtig gehört? Ein Geräusch? Was war das? Sind wir noch? Ich spreche mit mir selbst. Könnte auch aus einem Porno sein. Was ist das? Auf dem Flur? Der Butler. Ich stehe auf. Ich bin in Klamotten, habe ich geschlafen übrigens. Mhm. Also ich habe mich eher so, wie man sich auf eine Couch legt, geschlafen. Ja. Gehe zur Tür, öffne sie ganz langsam und lausche und luke. Als du die Tür öffnest, siehst du plötzlich etwas. Und wo du etwas siehst, das entscheidet in der kurzen Pause, die nun folgt, unser lieber Chat. Wo ich etwas sehe. Und zwar lautet die Umfrage, wo sieht er plötzlich etwas? Im Fenster oder auf dem Flur? Die Befehle dafür seht ihr unten eingeblendet. Wir verabschieden uns in eine ganz kurze Pause. Moriton, Fenster. Ach so. Achso, ja. Ausrufezeichen Moriton, Leerzeichen Fenster oder Ausrufezeichen Moriton, Leerzeichen Flur. Gut, dass du nochmal gesagt hast. Das in den Chat eingeben, damit stimmt ihr ab. Und nach der Werbung sind wir wieder da und sehen, wie es weitergeht mit Moriton Männer. Bis gleich. Sind wir auch schon zurück auf dem Anwesen der Familie Moriton und sehen, was als nächstes geschieht. Bitte das Ergebnis der Umfrage, liebe Regie. Wir haben uns gefragt, wo unser lieber Monsieur de Tesserac etwas sieht, und zwar wird es auf dem Flur sein. Du schaust also durch den kleinen Spalt in der Tür und siehst, dass von der Treppe hoch ein Lichtschein zu schimmern scheint, so als ob irgendwas im Erdgeschoss ist, das Licht von sich gibt. Es handelt sich um ein fast bläuliches Licht. Kannst du noch sagen, was für ein Geräusch ich gehört habe? Ja, es hörte sich ein bisschen an wie ein Kratzen, wie Schritte, so, aber eigenartig, schwer zuzuordnen. Aber so, als ob sich irgendwas bewegt über den Fußboden. Und das Blaulicht kommt quasi näher oder, bleibt, oder steht da? Wenn du so aus dem Fenster guckst, dann schaust du auf die Treppe. Ach, ich hab da aus der Tür geguckt. Plan noch mal sehen. Du bist quasi hier, schaust aus deiner Tür raus auf die Treppe und von unten die Treppe hoch kommt ein Licht. Und kannst du mal zeigen, wo die anderen sind? Hier ist das Bad, hier ist dein Zimmer. Hier hinten ist das Zimmer von Graf Mon, wo die beiden schlafen. Zimmer 3. Genau, ja. Und Gästezimmer 1 schläft Lord Grey. Henry. Und ich bin, Henry, Entschuldigung, ich Lord bin Henry. Zimmer 2 oder Zimmer, nee, ich bin Zimmer 4. Nee, du bist Zimmer 2. Okay. Und die sind abgetrennt, die Zimmer, gibt es keine Verbindungstüren? Nee, das sind komplett getrennte Zimmer. Jedes Zimmer hat eine eigene Eingangstür, zumindest nach dem, was du hast ja alle Zimmer angeguckt. Mhm. Ja, alle Zimmer haben eine eigene Eingangstür. Okay, ich öffne die Tür langsam. Gehe ein paar Schritte in den Flur rein und lausche. Du hörst so eine, vielleicht eine Art Wimmern. Okay. Dann klopfe ich an Zimmertür 1 von Lord Grey. Okay. Du erwachst. Du hörst ein Klopfen. Monsieur Grey. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich öffne die Tür. Monsieur Tisserand. Monsieur zu Greg. Dieser späten Stunde, damit habe ich gar nicht gerechnet, sonst hätte ich mich einperfümiert. Pardon, die Störung, ich wollte Sie nicht stören. Können Sie sich vielleicht kurz eine Hose anziehen? Oh, verzeihen Sie. Aber schauen Sie, wie ich mich freue, Sie zu sehen. Ich sehe es sehr wohl. Sie haben sehr viel Glück gehabt. Aber vielleicht können Sie sich trotzdem... Wenn Sie wollen, kann ich dieses Glück mit Ihnen teilen. Wir können darüber sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, denn ich habe dort unten ein Licht gesehen, ein Wimmern gehört. Ich komme sofort. Lassen Sie uns doch mal kurz nachsehen. Ich nehme meine sofort. Sachen, mein Gepäck, mein Revolver, alles, was ich dabei habe. Gepäck? Alles? Nein, also mein Säbel binde ich mir um, meine Pistole nehme ich, ziehe meine Hose über, das mache ich sehr schnell, okay. Weil es sehr geübt ist. Und ich folge Monsieur Tisserand auf den Flur. Okay.
Gut, ihr steht auf dem Flur. Ich habe dort unten, sehen Sie dieses flackernde Licht? Ich habe auch ein Wimmern gehört. Wir sollten vielleicht besser mal nachsehen. Was denken Sie? Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Lassen Sie mich meine Pistole zücken und dann schleichen wir uns hinunter. Oh, immer diese Waffen. Na gut, dann gehen Sie bitte vor. Das mache ich sehr gerne. Gut. Ihr geht also die Treppe nach unten, richtig? Immer diese Waffen. Wer geht denn vor? Der Mann mit der Pistole. Der Mann mit der Pistole. ja, als du nach unten kommst, siehst du die... Ich bin direkt hinten dran. Ne? Also wabernblaue Gestalt eines Kindes auf dem Flur stehen. Wabernblauende blaue Gestalt. Die auf die Wand neben dem Zugang zum Büro, so wie du weißt, also du weißt, dass das Büro ist, starrt und ganz entsetzt so dahin starrt. Der Junge hieß Elliot, ist das richtig? Elliot? Ja. Sohn, ja. Sohn von Sophia. Elliot, bist du es? Die Gestalt dreht sich um, schaut euch an, und hebt ab und fliegt durch die Decke wieder in den ersten Stock. Also durch den Fußboden des ersten Stocks quasi. Habe ich das gerade... Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben Sie das auch gerade gesehen? Wissen Sie, wenn Sie das auch gesehen haben, dann ist es vielleicht sogar passiert. Das kann nicht sein. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das ist eine Paranormale. Das ist etwas Paranormales. Ich habe nie gedacht, dass es sowas wirklich gibt. Was sollen wir tun? Wissen Sie... Das klingt für mich nach einem großen Abenteuer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hier versucht uns jemand einen bitterbösen Streich zu spielen, oder wir haben gerade einen Geist gesehen. Vielleicht können wir uns umschauen, ob es hier irgendwelche Apparaturen gibt, die mit Lichtspielereien etwas projizieren. Nun, wir gehen ein bisschen da, wo das der Geist offensichtlich war. Und ist da irgendwas? Ganz normaler Fußboden. Der ist oben durch die Decke gegangen. Ja, durch die Decke, dahin, wo ihr quasi gerade hergekommen seid. Ach so. Vielleicht sollten wir einfach nochmal zurückgehen und gucken, wo er hin ist. Nicht, dass er in das Zimmer von unseren beiden knatschigen Freunden geflogen ist. Ich bin langsam nicht mehr sicher, ob ich noch bei Sinnen bin. Das ist unmöglich. Monsieur Tisserand, vertrauen Sie Ihren Sinn. Und wenn Sie ihnen nicht vertrauen, vertrauen Sie den meinigen. Kommen Sie, wir gehen schnell wieder hoch und schauen nach, wo sich dieser Geist herumtreiben mag. Na gut, Vasiline? No, bitte gehen Sie vor. Ich dachte schon, das wäre wieder ein... Ich dachte, Sie sprechen diverse Sprachen. Oh, okay, ich verstehe. Okay, also, ihr geht wieder hoch. Wir gehen hoch, um zu gucken, ob der Geist da oben ist. Okay, als ihr hochkommt, seht ihr den Geist. Und der Geist bewegt sich den Flur entlang in Richtung Ende des Flurs hier und verschwindet durch eine Tür, die offensichtlich... Also da ist eine Tür und da geht's hin. Was halten Sie davon, wenn wir diesem Geist hinterhergehen? Das ist eine ausgezeichnete Idee, das sollte man sofort machen. Dann tun wir das jetzt. Okay, also ihr versucht auch zu dieser Tür zu gehen. Aber auf dem Weg dahin klopfe ich an Zimmer 3. Okay. Du hörst ein Klopfen. Monsieur Wilson. Sehr wohl. Es klingt vielleicht etwas komisch, was ich jetzt zu Ihnen sage, aber bitte, glauben Sie mir. Lord Grey und ich, wir haben etwas vernommen im Flur und sind ihm nachgegangen. Und es handelt sich offenbar um... Nun, wie soll ich sagen? Es war ein Geist. Verstehen Sie? Ein Würfel mal auf Redegewandtheit. Ich finde es ganz interessant, ob du es schaffst, ihn zu überzeugen davon, dass das so ist, wie du es gerade sagst. Okay, da habe ich 50. Ja. Nimm ich mal hier. Das ich halt. Ja, okay. Doch, also 520. Es scheint so, aber zumindest du hast das Gefühl, der sagt die Wahrheit. Lord Tesserak, ich möchte bitte noch einmal bestätigen, Sie beiden Herren haben gerade einen Geist gesehen. Nun, ich kann es selber nicht erklären, aber Sie können Lord Grey fragen. Es war ein blauer Gestalt, ein Kind, und es ist einfach durch die Decke geschwebt. Ein Kind, das durch die Decke geht, man könnte es auch Simon Unge nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sich um Elliot handelt, denn Sie wissen ja, es ist hier ein Kind verschwunden. Sehr wohl. Lord Tesserak. Ich habe bereits den Puls gecheckt, meines Graf Mons. Er scheint stabil zu sein. Würden Sie einen letzten Blick aufwerfen, falls sein mentaler Zustand, unser gesundheitlicher Zustand in Ordnung ist, würde ich tatsächlich mit Ihnen mitgehen. Nun, wie lange hat er denn jetzt geschlafen? Bis jetzt. Ich würde sagen, 1,5 bis 2 Stunden, lange noch nicht.
Nun, also ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich. Ich würde sagen, vielleicht lassen wir ihn noch ein bisschen schlafen und gehen erstmal zu dritt zu dieser Tür. Geben Sie mir eine Minute, ich bin sofort bei Ihnen. Eine Minute, Hallo? Nee, du bist so erschöpft, du warst nicht auf. Ich höre Gemurmel in meinem Gemächt. Nee, du bist so erschöpft. Du ich habe Angst, dass ich Stimmen höre. Eine Minute, nee? Ich gehe kurz zurück. Sie schweigen. Schlecht schlafen tust du gleich auf jeden Fall, weil die in deinem Zimmer rumbüllen. Ich mache die Tür kurz zu, gehe rein und nehme mir die Handschuhe von der Ritterrüstung. Die nehme ich tatsächlich mit und einen Kerzenständer. Eine von den drei unterschiedlichen Kerzenständern. Und komme dann sozusagen auf den Flur hinaus. Und bei mir trage ich tatsächlich immer noch den Revolver, den ich dem Grafmann abgenommen habe. Ja. Ich mache die Tür auf, bin aber schon sozusagen, ich habe die Handschuhe an und den Kerzenständer. Ich bin bereit. Ja, ich kann das sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie schon mal gehört haben von einem Geist. Ich weiß nicht, wie eine Pistole da helfen kann, aber wenn Sie sich sicherer fühlen, von mir aus, lassen Sie uns bitte zu dieser Tür gehen. Der Geist ist durch diese Tür gegangen. Und wir öffnen die Tür. Okay, alles klar. Die Tür ist verschlossen. Sapperlot. Das habe ich doch schon mal erlebt. Befinden sich in Nähe dieser Tür etwa Bilderrahmen? Okay. Da ist nichts in der Nähe, womit ihr die zwangsläufig öffnen könnt. Aber ihr könnt natürlich versuchen, kann ich den Schlüssel ob da ein... Ja, kannst du probieren. Vielleicht passt der Schlüssel. Es ist ein altes Haus. Manchmal haben sie nur einen Schlüssel für viele Türen. Ich probiere den Schlüssel. Funktioniert. Klack. Ja, die Tür öffnet sich. Und bevor wir sehen, was hinter der Tür ist, machen wir eine kleine technische Werbepause. Oh, technisch. Technisch? Sorry. Die Tür öffnet sich also und ihr steht vor der Treppe, die nach oben führt. Offensichtlich zum Dachboden lassen die Lichtverhältnisse schließen. Das blaue Licht ist scheinbar allerdings verschwunden, das ihr beide eben noch gesehen habt. Ich schwöre Ihnen, Monsieur Wilson, fragen Sie den Lord, er war eben noch da. Es muss auf den Dachboden gegangen sein. Wollen Sie mit Ihrem Kronenleuchter vielleicht kurz vorangehen? Jawohl, Lord. Und ich gehe voran. Okay. Du gehst die Treppe hoch und kommst auf den Dachboden. Eine Sekunde. Ja. Ihr kommt auf einen Dachboden und da stehen so ein paar Kisten. Ihr seht auf der Karte, das ist scheinbar das Einzige, was an diesem Gebäude so hoch ist, wirklich. Ihr seid sozusagen im Turm des Gebäudes. Da stehen so ein paar Kisten rum. Ansonsten ist nicht viel zu sehen. Ein großes, rundes Fenster spückt den Raum. Es liegt Staub auf dem Boden. Erkenne ich Spuren auf dem Boden? Nein. Okay. Wir sehen uns. Hier oben ist nichts, liebe Lords. Naja, manchmal ist es ja so, dass dem ersten oberflächlichen Blick einige Dinge verwehrt bleiben. Ich würde vorschlagen, wir durchsuchen diesen Raum aufs Gründlichste. Okay. Gut, dann. Bei der Durchsuchung des Raumes findet ihr einen Zeitungsartikel. In diesem Artikel steht Folgendes. Daniel Moreton bleibt verschwunden. Auf dem Anwesen der Familie Moreton hat man am heutigen Tage die Suche nach dem Sohn der Familie einstellen müssen. Nach über 2 Monaten ohne Spur des Sprosses gebe man die Hoffnung zwar nicht zur Gänze auf, jedoch sei es unwahrscheinlich, das Kind im näheren Umfeld des Anwesens noch anzutreffen. Daniel Moreton trägt zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen blauen Hosenanzug mit güldenen Knöpfen daran. Er hat dunkles, welliges Haar und ist eine eher verschlossene Persönlichkeit. Jegliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort belohnt die Familie Moreton mit einer Belohnung von 1.000 Pfund. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie und allen Angehörigen. Nun, diese Beschreibung passt exakt auf den Geist, den wir gerade gesehen haben. Ja. Das war Daniel Moreton.
Ich schwöre es. Sie haben es gesehen, Lord Wenn Drake. Ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es vermutlich gar nicht gesehen. Ich bin erstaunt und etwas sprachlos, was sehr selten vorkommt. Meinen Sie vielleicht, dem kleinen Moritan ist etwas Fürchterliches zugestoßen und sein Geist spukt nunmehr in diesen Räumlichkeiten? Ich habe Angst. Nun, Moment. Ich habe nicht das Gefühl, wir haben es hier mit einer bösen Entität zu tun. Vielmehr, denke ich, möchte uns dieser Geist, dieser Daniel, etwas mitteilen. Warum sonst hätte er uns hier hochgelockt? Er will uns auf etwas aufmerksam machen. Hier scheint etwas Größeres im Gang zu sein. Sehen Sie das nicht, meine Damen und Herren? Vielleicht kommt er ja zurück, wenn wir ihn rufen. Daniel! Er hört zumindest nichts. Lord Henry, falls es Sie gestatten, würde ich jetzt versuchen, diese Kisten aufzustemmen, um zu sehen, ob dort etwas Nützliches drin ist. Die Kisten sind offen. Ach so, das, da haben wir schon reingeguckt. Genau, da war nur dieser Zeitung, sonst waren die leer, die Kisten. Die waren leer? Mhm. Nur dieser Zeitungsartikel war da drin. Ich gehe kurz zum Fenster, zu diesem großrunden Fenster, und gucke einmal raus, ob ich irgendwas erkennen kann. In der Dunkelheit kaum. Du siehst so ganz weit am Horizont, siehst du die, so ein bisschen die Lichter von London. Okay. Welches Datum steht der auf dem Zeitungsartikel? Da müssten wir nochmal einblenden. Stand das da drauf? Ich glaube nicht, ich habe gesucht. Wenn nicht, gebe ich offen zu, dass ich mir kein Datum überlegt habe. Das war ist nicht weiter schlimm. Das ist etwas verwischt. Das ist schwer zu lesen. Verwischt. Schwer zu lesen. Ja. Ja. Nun, kann ich das Bild auch einmal sehen? Also, es mag ein Zufall sein, aber wissen Sie, man sieht die Augen des Kindes nicht. Sie sind wie von einer Augenbinde verborgen. Und das Gleiche fiel mir auf bei der Leiche, die draußen im Garten lag. Auch dort waren die Augen bedeckt von einem, ich nehme an, Büschel schwarzen Kopfhaares. Es mag eine Nichtigkeit sein, aber es ist mir aufgefallen. Sie sind gar nicht im Raum. Ein moderner Haarschnitt für einen Jungen. Ich weiß nicht, was Sie dort sehen. Es tut mir leid. Ich würde Sie gerne unterstützen in Ihrer These, aber für mich ist das ein ganz normaler Junge mit einem Mittelscheitel. Sagt man so? Nein. Der Mittelscheitel wird erst in 20 Jahren erfunden von Dieter Bohlen. Die Nacht ist sehr weit fortgeschritten. Ich schlage vor, dass wir nun wieder zurück in die Gemächer gehen. Und es ist Zeit für mich, nach meinem Grafen Ausschau zu halten. Ich fasse zusammen. Wir haben einen Geist gesehen und eine Leiche und wir haben einen sterbenden Herrn im Zimmer und Sie möchten sich wieder schlafen legen. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Im Gegenteil, Lord Henry. Ich mache mir größte Sorgen. Ich, um es ganz kurz auf meiner Sprache zu sagen, kacke mir gleich in die Hose. Ich möchte zurück in den Raum des Grafen und überlege stets, ob ich in die Ritterrüstung steigen soll. Und möglicherweise schlafe ich noch ein wenig. Denn ich habe gehört, dass es einen erheblichen Auswirkungsgrad hat auf das mögliche weitere Abenteuer. Sie haben logische Argumente. Gut. Was tut ihr also? Geht zurück auf eure Zimmer? Ich gehe tatsächlich zurück aufs Zimmer. Okay. Ja. Ich würde gerne noch einmal nach Daniel rufen. Ich lasse die beiden erstmal. Ja, tu das. Daniel! Kannst du mich hören? Es ist ich! Monsieur de Tesserac, ich bin ein Arzt, ich kann dir bestimmt irgendwie helfen. Ihr beiden hört das, aber... Bitte, zeig dich nochmal, ich habe dich gesehen, ich habe nie geglaubt, dass es so etwas gibt, aber ich bin fasziniert. Bitte, gib mir ein Zeichen, wenn du das hier hörst, wir wollen dir helfen. Daniel! Du hörst das Geräusch, das du schon mal gehört hast, aber scheinbar von weiter unten, wesentlich weiter unten. Dieses Wimmern? Ja, nee, mehr dieses Kratzen, diese schrittartige... Was am Anfang dich geweckt hat. Daniel, machst du das? Wenn nicht, dann gehe ich jetzt besser wieder in mein Zimmer. Und da passiert offensichtlich nichts mehr auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden gerade nicht, nee. Ist dann, halt ein Dachboden. Okay, gehe ich auch wieder Richtung. Also, hören wir das Geräusch auch oder nicht? Also ich war ja auf dem Weg zurück. War ja, ihr da? Hört es auch. Okay. Da! Haben Sie das gehört, dieses Geräusch? Ja, leider. Ist das vielleicht das gleiche Geräusch, was Monsieur Tesserand aus seinem tiefen Schlaf... Es ist Tesserac. Nun ist das Geräusch aber auch verschwunden. Monsieur Tesserac. Tesserac. Rack.
Tesseract. Tesseract. Oui. Ich kenne das Problem. Ich weiß. Nun, ich würde vorschlagen, wir würden, bevor wir uns wieder zu Bette legen, lassen Sie uns doch noch mal schauen, was die Quelle dieses Geräusches ist. Was halten Sie davon? Ist das etwas, woran Sie interessiert werden? Nun, ich denke auch, wir sollten dieser Sache nachgehen. Es ist hier etwas im Gange. Wir können es nicht einfach ignorieren. Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. Ich bin sowas von aufgewühlt. Ich habe eben einen Geist gesehen. Was erwarten Sie von mir? Ich kann mich nicht einfach hinlegen und schlafen. Du erwachst durch das Gerede auf dem Flur. Oh, ich höre schon wieder ein Geräusch. Haben Sie das gehört? Es ist doch viel furchteinflößender als das Geräusch, was ich eben gehört habe. Öffne die Tür zu dem Gemach und gehe hin. Graf Mon! Werter Minsten! Sie leben ja noch. Ja, ich bin auch überrascht. Wieso sind Sie überrascht? Ich verstehe das nicht. Das ist eine Beleidigung. Was ist denn passiert? Ich habe Erinnerungslücken. Da war dieser Polizist und der hat mich ohne Vorwarnung und ohne Provokation erschossen. Graf Mon, ich möchte nicht Sie erneut auf ein vollkommenes Fehlverhalten darauf hinweisen. Ich möchte Ihnen ausdrücklich nun in diesem Moment sagen, es ist schön, dass Sie noch unter uns weilen. Wir haben gerade einen Geist gesehen. Ich habe Angst. Das sind sehr viele Informationen auf einmal, die ich alle gar nicht so ganz verstehen kann. Was meinen Sie, ein Geist? Wer ist ein Geist? Langsam eins nach dem anderen. Wie kann man denn Geist sein? Man besitzt doch dann gar nichts. Was ist das Leben dann wert, wenn man nicht mal mehr das hat? Herr Tesseract. Nun, Sie sind ein Mann des Geistes. Haben Sie einen Geist gesehen? So, es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber oui, ich habe einen Geist gesehen, es ist tatsächlich passiert. Darf ich kurz fragen, fühlen Sie sich imstande, aufzustehen und mit uns zu gehen? Wir wollen dem Geräusch nachgehen. Ja. Wir müssen... Ich bin natürlich zutiefst verletzt, aber Sie haben mich ja sehr schön scheinbar zusammengeflickt. Ich nehme an, das habe ich Ihnen zu verdanken, denn Winston natürlich nicht. Das erkennen Sie an den Initialen, die ich dort hinterlassen habe. Ich sehe es, ja. Sie haben Ihren kompletten vollen Namen hineingeschrieben. Und einen kleinen das soll ein Schnurrbart sein. Es ist sogar unnötig, dass Sie haben sogar weiter geschnitzt als, na gut. Ein kleines. Also ich fühle mich gut genug, um mit Ihnen herumzulaufen, gegebenenfalls sogar auch zu sprinten. Ich muss sehr langsam laufen. Vielleicht kann mich. 10 Gesundheitspunkte kannst du wiederkriegen und du musst gestützt werden. Dann kannst du dich bewegen. Ich hatte 30. Wieder. Die hast du dir schon selber wiedergegeben. Ich habe gesagt, nach einer erholsamen Nacht. Das war keine erholsame Nacht. Die haben in deinem Zimmer sich pausenlos unterhalten, die ganze Zeit rumgepimmelt. Da greifst du einmal jemanden an mit einer Waffe. Und schon hat es Konsequenzen. 20 Lebenspunkte hast du jetzt gerade. Du kannst gehen, wenn die anderen dir helfen. Gehen. Sofern jemand von Ihnen die Güte hätte, mir zu helfen, dann wäre ich sehr dankbar. Ja, wer könnte das wohl sein? Ja. Winston, geben Sie mir Ihren starken Arm, Ihren starken 80-jährigen Arm. Ich klammere mich wie eine Zecke an Sie fest. Hier. Krapsch. Und wir gehen los. Winston. Gut. Wir bewegen uns in Richtung dieses Geräuschs. Gut. Also, das wäre die Treppe runter. Wieder zu der Stelle, wo ihr den Geist zum ersten Mal gesehen habt. Gut, ihr hört das Geräusch ein zweites Mal von hinter der Wand, auf die der Geist eben gestarrt hat. Das war doch, ich denke, der stand vor der Tür. Können wir einmal auf das Erdgeschoss gehen, liebe Regie? Das war das Hier Büro. Auf meinem Monitor, dann zeige ich es einmal. Wo du die Frau fast geführt hast, Ed. Hier sozusagen hier ist das Büro nach euren Informationen. Ihr wart noch nicht drin, deswegen ist es nicht entdeckt. Und auf diese Wand starrt der Geist. Mhm. Also quasi neben die Bürotür. Das ist seltsam. Vielleicht ist hinter dieser Wand etwas verborgen, was dem Geist nachhaltig zu schaffen macht. Ich würde sagen, wir versuchen, die Ort seiner Unruhe ausfindig zu machen. Ich war schon einmal hier an dieser Tür. Ich glaube, hier hinter befindet sich das Büro von Monsieur Moriton. Aber die Tür war verschlossen. Ich weiß nicht, wie wir reinkommen sollen. Gut, wir könnten ja mal den Schlüssel ausprobieren. Es hat schon einmal funktioniert. Es scheint ein sehr guter Schlüssel zu sein. Nein. Diesmal geht er nicht. Ach, Merd. Diese,
Ich hätte eventuell einen Vorschlag zu machen. Nun verwalte ich, wie Sie sich eventuell erinnern könnten, falls Sie mir denn auch gerecht zugehört hatten, unter den Bediensteten, um dort Zuflucht, aber auch nach Informationen zu suchen. Eventuell gelingt es mir, in das Gemach der Margaret, der Hausherrin, zu gelangen. Möglicherweise hat sie einen Schlüssel. Willst du das eine herausragende Idee? Die Ratten, gehen Sie unter andere Ratten und finden für uns heraus, was notwendig ist. Ich lasse einmal den Arm so sacken. Sie schwacher Mensch. Entschuldigen Sie. Und nehme ihn wieder hoch. Diese Tür, ist sie aus solidem Holz? Ja, normal. Normal. Eine normale Holztür. Ja, würde solide nehmen wir an, ein Mann würde ein Grafen Panzerhandschuhe aus Eisen tragen, könnte er diese Tür einschlagen. Wie viel hat der Mann denn auf Handeln? Also allgemein insgesamt die 29. Insgesamt Faustkampf 35. Auf ja, Faustkampf schon ganz solide. Das wäre vielleicht möglich, ja. Nun, Winston, Sie tragen doch Panzerhandschuhe aus Eisen. Möchten Sie nicht einmal probieren, Ihre über 60 Jahre angestaute Frustration an dieser Tür auszulassen? Wenn Sie möchten, schließen Sie die Augen und stellen sich vor, die Tür trüge den Namen Lord von Fichten. Mon. Mon. Wort von Fichten. Aber Winston, passen Sie auf, die Ritterrüstung war schweineteuer. Ich mache es. Okay, also dann würfel mal auf Faustkampf. Ja. Durch den Handschuh schon 25 erleichtert. Also habe ich da jetzt 60 sozusagen? Ja, kann sein. Ich weiß dann ja, 35, also okay. Plus 25, okay, alles klar. Come on. 63. Okay, fuck. Plus 65. Ja, also 60. Geschafft. Ich dachte, er hat 60. Ja. 60. Der Versuch. Gut, fuck. Du schlägst zu und tust dir schon an der Hand weh, verlierst 5 Lebenspunkte. Richtest aber auch einen zumindest merklichen Schaden an der Tür an. Also kaputt ist sie nicht, aber es hat zumindest ein bisschen was gebracht. Lassen Sie uns doch zu dritt dagegen treten. Ich glaube, gemeinsam können wir es vielleicht schaffen, genau, diese Tür aus ihren Fügen zu holen. Ich helfe mit. Das ist keine gute Idee. Sie sollten sich später noch ein bisschen ausruhen. Wissen Sie was? Sie dürfen das Kommando geben. Wir drei werden unsere gesunden Schultern zeitgleich gegen die geschundene Tür werfen auf ihr Kommando. Sehen Sie mal, Doktor, so verhandelt man mit einem. Du kriegst 2 Grafen. Gesundheitspunkte wieder, weil du verzichtet hast. Eine Sekunde. Voll der Verzicht. Ja, weil er nicht dagegen getreten hat. Hätte er jetzt dagegen getreten, hätte ich ihm was abgezogen. Du hast mich noch nicht gegen Türen treten. Gut, zu dritt müsst ihr tatsächlich nicht mehr würfeln. Gut. Wenn ihr zu dritt tretet, ihr holt Schwung und ihr schafft es, die bereits angeschlagene Tür einzutreten. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, dass es losgeht. Oh, entschuldige. Entschuldige, du hast völlig... Es geht los. ja, auf das Signal von Graf Mon schafft ihr es, ohne Probleme die Tür einzutreten. Ihr befindet euch also im Büro. Aha. Ich schaue mich um. Schläft hier jemand mit Sekunde, dem Sekunde. Simon? So. Ihr befindet euch in einem recht großen Raum, selbst im Verhältnis zu den ohnehin schon recht ausladenden Räumen in diesem, also im gesamten Männer. An den Wänden sind Bücherregale, ein großer Schreibtisch aus wirklich ausladendem Holz, so, also ganz, ganz so ein typischer. Ja, so ein typischer englischer Zeitschrift so aus der Kolonialzeit. Also wirklich ein tolles Stück. Und man sieht dem Raum einfach an, dass jemand mit Geschmack und vor allem Geld diesen Raum eingerichtet hat. Der Schreibtisch scheint zumindest benutzt. Nicht jetzt gerade, aber grundlegend. Also der Raum wirkt nicht völlig verlassen. Ja, ihr könnt euch umsehen. Ich würde mir den Schreibtisch aber genauer ansehen, ob er vielleicht über Schubladen verfügt oder sonstige interessante Dinge drauf liegen. Gut. Auf dem Tisch liegend ein Stapel Briefe. Spricht jemand von euch Deutsch? Nun, ich habe ja gerade noch von den deutschen Türtretermeisterschaften erzählt. Da habe ich ein wenig aufgeschnappt. Sprich, ich habe Sprachen. Ja. Sie, Kater. Hast du Deutsch? Na, hier steht Sprachen oder was? Wie viel hast du denn auf die Gruppe insgesamt? Weil das könnte helfen. Nee, ich hab 40%. Okay, dann die ist zumindest möglich. Und ich spreche Englisch, Latein. Es ist dir absolut möglich zu erkennen, dass es Deutsch ist. Was?
zu entziffern, was es ist, aber nicht. Und dort, lassen Sie mich mal sehen, Sauerkraut, Kartoffel, Würst. Empfänger dieser Briefe wäre ein gewisser Herr Strauß in Berlin. Das ist ein Name, ein deutscher Name. Ich vermute, es handelt sich hierbei um die deutsche Sprache, aber ich bin der deutschen Sprache leider nicht sehr mächtig. Ich kann es nicht wirklich gut. Mach mal einen Wurf auf Wissen, allerdings um 20 erschwert. Also 20%. Weil du zwei verwandte Sprachen sprichst, das macht schon Sinn, dass du zumindest probieren kannst. Also ja, unter 20. 20 oder weniger. Nope. Nee. Okay. Ich habe eine Frage. Könnte ich auch hier ja dieses sein. Universalwörterbuch. Ja. Sie gestattet mir, glaube ich, drei Sprachen. Ja. War das nicht Deutsch, Belgisch und Koreanisch oder sowas? Ja. Also ich habe ein Wörterbuch Deutsch, Englisch, Englisch, auf Deutsch. Auf deinem Zimmer, ja. Nein, ich habe es doch dabei. Habe ich es nicht dabei? Ich lasse es dich eher einfach holen. Von mir aus hast du es dabei. Na gut. Die Herren, wie der Zufall es so will, habe ich hier dieses Wörterbuch. Es scheint mir tatsächlich Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch zu sein. Damit könnten wir den Brief übersetzen. Was halten Sie davon? Das ist eine sehr gute Idee. Lassen Sie uns direkt loslegen. Vielleicht haben wir dort Informationen, die uns helfen. Gut. In den Briefen ist die Rede von satanischen Ritualen und einem gewissen Raphastan. Ihr könnt es nicht hundertprozentig entziffern, allerdings ist euch klar, dass irgendwas. Es geht um. Moment, ich muss mal nachgucken, ich habe es nämlich hier aufgeschrieben. Ja, es hat was mit satanischen, ja, so Wiederauferstehungsritualen zu tun und solchen Dingen. Es ist schwer, weil es eben nur ein Wörterbuch, ne? Aber ihr kriegt zumindest den grundlegenden Wortlaut hin. Und es scheint ein Briefaustausch zwischen Mr. Moreton und dem besagten Herrn Strauß in Berlin zu sein. Raphastan war der Name. Bei Raphastan handelt es sich offensichtlich um irgendeine Figur. Was es genau ist, das mag das Buch. Dafür ist das Übersetzungsbuch nicht gut genug. Dürfte ich aber in Erfahrung bringen, wie sich dieses Raphastan schreibt. R-A-F-A-S-T-A-N. Außerdem taucht ein bestimmtes Symbol immer wieder auf und es ist die Rede von einem bestimmten Buch. Was denn? Das Symbol sieht man doch, oder nicht? Ja. Wie sieht es aus? Es ist so eine Art Kreis, durch den eine weitere Linie führt. Ein Kreis. Ein Pentagramm. Eher so. Ja, nee, eher so. Ein so angedeuteter Kreis. Eher so. Quake. Quake, ja. Das Quake-Logo, ja. Es könnte eine Mistgabel sein. Ja, es sieht so ähnlich aus wie eine Mistgabel. Ein bisschen runder. Gerundet, eine gerundete Mistgabel. Wissen Sie, ich frage mich gerade, dieser Gabel. Dieses Zeichen ist zumindest, da ist auch das Buch ist aufgezeichnet in dem. In den Briefen und da ist eben dieses Zeichen drauf. Wissen Sie, meine Damen, Herren, ich frage mich gerade, ob dieses Wort Raphastan eventuell etwas anderes bedeutet. Vielleicht sind die Buchstaben durcheinander gewürfelt, sodass es kodiert ist. Vielleicht könnten wir einmal schauen, welche Buchstaben wir haben, vielleicht könnte man daraus ein anderes Wort bilden, das vielleicht mehr Sinn gibt. Ich hätte eine Idee für eine App, wenn ich das höre. Das ist brillant. Wie würden Sie sie nennen? Ich weiß nicht. Rocket Words. Das ist brillant. Ja, irgendetwas mit Wörtern. Wenn ich nicht schon unfassbar reich wäre, würde ich das tun. Nun. Während die Lords drüber nachdenken, checke ich tatsächlich nochmal den Rest des Raumes. Also fällt mir im Bücherregal etwas auf über Okkulte oder irgendwas anderes. Ich meinte das übrigens ernst. Ja, geh mal zum Bücherregal. Ja, ich gehe zum Bücherregal. Geh mal zum Bücherregal. Ach, ich soll zum Bücherregal gehen? Ach, geil. Fahr Satan. Eine Frage, Hocke. Ihr kriegt schon mit, was gerade passiert. Ja. Ne? Ich geh zum Bücherregal. Das wollte ich auch machen, aber hat sich vorgedrängt. Aha. Deshalb ist die Kamera da, ihr Schweine. Was hast du? Zeig's mal. Fritz Beuter. Ja, ein Buch. Nein, nein, nein. Nein. Das ist aber eine sehr gute Lektüre, kann ich sehr empfehlen. Als du dieses Buch berührst, verschiebt sich das Regal und ein rotes Licht kommt zum Vorschein. Du hast scheinbar einen Geheimgang aktiviert. Nimm das Buch ruhig heraus. Winston, jetzt hören Sie auf zu putzen. Los, ich habe hier soeben eine Boxversion von Quake gefunden. Das ist ja ungeheuerlich. Das Sie Zeichen ähnelt. Es war Zeichen. Eine verborgene Tür, die sich geöffnet hat. Ja. Ist das nicht der gleiche Raum, in den der junge Geist gestarrt hat? Den ich nicht gesehen habe. Insofern möchte ich
das noch anzweifeln. Naja, wenn sie bald tot sind, dann kann ihr Geist sich ja mit dem anderen Geist anfreunden. Da ihr nicht fragt, sage ich es euch einfach so. Der Raum, den ihr gerade seht, erinnert euch an eine Art okkulten Ritualraum. In der Mitte ist ein großer Altar aus Stein, auf dem Blutreste sind. Nicht viel, aber ein bisschen was. Es führt eine weitere Tür scheinbar nach außen, zumindest nach dem Gefühl, das ihr so habt, davon, wie dieses Gebäude aussehen könnte. Und ansonsten ist der Raum so leer. Es stehen überall Kerzen herum. Genau. Ihr befindet euch jetzt im Geheimraum über dem Büro. Wir sehen es gerade auf dem Übersichtsplan, von dem aus eine Tür nach außen führt. Okay. Dieses Blut, könnte es vielleicht zu dem armen Mädchen gehören, welches draußen seine letzte Ruhestätte im Gras gefunden hat? Ich untersuche es, ob es frisch ist. Nein, es ist nicht. Das ist doch so. Also es ist zumindest nicht flüssig, eher getrocknet. Getrocknet. Also in dem Raum ist nochmal ein Altar. Ein großer Altar. Und auf sonst dem Altar ist da nicht viel. Da sind ein paar Kerzen drauf, also getrocknetes altes Blut. Und ansonsten ist in dem Raum wirklich nichts. Eher ein bisschen verdreckt der Raum Sie auch und so. Sie wirkt ein bisschen verlassen. Tesserak. Sie als Chirurg, schätzen Sie doch mal, wie alt dieses Blut hier ist. Monsieur, das ist nahezu unmöglich, das genau zu sagen. Der Gerinnungsgrad des Blutes muss Ihnen doch irgendeinen Aufschluss darüber geben. Sicherlich, dafür habe ich aber normalerweise ein Labor. Ich kann nicht einfach ein bisschen Blut in meine Hände sagen und sagen, wie alt es ist. Was glauben Sie, ist das hier ein Fantasy-Roman oder was? Der Gerinnungsgrad des Blutes. Es ist schwer zu sagen. Es könnte Wochen, Tage, es ist nicht so leicht zu sagen. Es ist nicht frisch. Ich kann sagen, es ist nicht von vor 2 Stunden, aber es ist offensichtlich kalt. Ist es? Ja. Es ist kalt. Also es ist wirklich komplett getrocknet. Es ist ja, also es ist älteres Blut, aber ob es jetzt nun eine Woche oder ein Monat oder ist schwer zu sagen. Es ist sehr mysteriös, was Mr. Moriton hier macht. Ich habe das Gefühl, er hat sich auf die dunklen Kräfte eingelassen. Was halten Sie von folgender Theorie? Hier wurde der kleine Junge geopfert. In einem okkulten Ritual. Wenn es denen so sein sollte, dann bleibt doch die Frage, warum wurde dieser junge Mann geopfert? Wen wollte man damit beschwichtigen oder vielleicht umgarnen? Raffastan! Astra-Fan. Astra-Fan. Ja, meinen Sie, diese Ungeheuerlichkeit könnte sich tatsächlich hier zugetragen haben, dass dieser arme Junge in seinem eigenen Haus ermordet wurde? Unfassbar. Gut. Was Daniel! Niemand antwortet. Ich gehe mal rüber zum Fenster und gucke tatsächlich einmal raus. Ist welches es inzwischen Fenster? Immer noch? Du hast doch gesagt, es gibt da eine Öffnung. Also eine Tür gibt es da. Ein Fenster hat der Raum nicht. Ah, okay, Entschuldigung, habe ich das falsch. Also, ihr könnt natürlich rüber ins Büro gehen, das hat ein Fenster. Hm. Ja, aber diese Tür, lassen Sie uns die doch öffnen. Vom Geheimraum. Geheimraum gibt es eine Tür nach außen. Ja. Ich überprüfe, ob ich sie öffnen kann. Von innen ist ein Riegel davor, aber dann kannst du die Tür öffnen, ja. Dann öffne ich die Tür. Ich schiebe den Riegel weg und öffne die Tür vorsichtig. Es dringt Nebel herein, hoffe ich. Na? Ja, schon wieder umgefallen. Wie kann denn das sein? Warum stellst du es denn nicht einfach auf den Boden? Ja, kann ich nicht. So, jetzt kann ich's. Es kommt ja Nebel. Alles Gute. Haha, da kommt er. Apropos Riegel, Herr Tesserand. Tesserak. Herr Tesserak, apropos Riegel. Sehr gerne. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Noch jemand ein Riegel. So, was tut ihr also nun? Doch, ich nehme an. Apropos Kinderriegel. Danke. Das passt doppelt. Ja. Was tut ihr also? Ich blicke hinaus aus der Tür. Gut, du siehst nichts, es ist dunkel immer noch, es ist mitten in der Nacht. Dann halte ich den Kerzenlichter und schaue sozusagen, ob ich irgendetwas erkennen kann. Ja, also so hell ist er halt nicht. Du stehst im Innenhof des Gebäudes. Mhm. Also so wie auf der Karte hier. Ja. Okay. Hat man Zugang? Also du siehst das offenstehende Fenster, das ihr offen gelassen habt am Westflügel, okay. Aber ansonsten... Okay, ja, dann... Lords, hier draußen ist nichts. Noch ein bisschen Blut von Lord Mon.
Was? Das ist exakt der Ort, wo du erschossen wurdest. Na, er wurde ja im Innenraum erschossen. Wir befinden uns hier im Innenhof. Hat dieser Innenhof Zugang oder ist er verschlossen? Nee, der ist so wie hier, der ist offen. Der ist offen. Lords, ich möchte einmal versuchen, an der Hauswand, an dem Innenhof vorbeizugehen, um zu sehen, ob ich Zugang zu anderen Gemächern kriege. Also an der Wand entlang gehen? Ich gehe raus an der Wand entlang. Ich meine, jetzt sehe ich ja die Karte, aber trotzdem, ich gucke sozusagen rechts an der Wand entlang, ob ich da irgendwas erkennen kann. Nee, du, also willst du gucken oder gehen? Ich gehe tatsächlich an dieser Wand vorbei, ein bisschen vorsichtig, aber... Okay, du kommst an den Fenstern vorbei und das Licht deines Kerzenleuchters spiegelt sich so in den Fenstern immer wieder. Du siehst aber keine weitere Tür oder ähnliches. Fenster halt, an denen kommst du vorbei. Bis du ans Ende des Gebäudes kommst, wo der Boden aufgewühlt ist, aber ansonsten siehst du gar nichts. Das heißt, ich sehe die Leiche von Sophie jetzt auch? Nein. Da ist keine Leiche. Meine Herren, ich könnte schwören, an dieser Stelle hat die Leiche des armen Hausmädchens gelegen. Sie ist nunmehr verschwunden. Wer würde denn eine Leiche klauen? Vielleicht derselbe, der sie getötet hat. Oder ein gewöhnlicher Leichendieb. Oder Graf Mon. Also ich habe bisher noch gar nichts gesehen. Ich höre von Geistern, ich höre von mysteriösen, theoretischen Opferungen, von denen ich ebenfalls nichts gesehen habe. Sie erzählen mir was von Leichen, die hier dann nicht mehr erscheinen. Was wollen Sie mir eigentlich erzählen hier? Ist dies ein... Ich frage, ist dies ein dummer Witz, um vielleicht an mein Erbe zu kommen? Nein. Die Wahrheit ist, sie sind gestorben. Sie sind gerade... Oh, dies ist das... Ich habe es immer befürchtet. Sie sind im Fegefeuer. Das kann nicht sein. Für den Rest ihres Lebens durch diesen Garten laufen. Kleiner Chirurgenscherz. Es geht Ihnen gut mit Graf Mon. Ich nehme meine Faust hoch und recke sie. Für diesen Schreck muss ich mir 5 Lebenspunkte abziehen. Okay, ja. Sieht man Blutspuren da, wo Nils sagt, dass die Leiche lag? Ja. Ich glaube, hier muss es gewesen sein, Lord Grey, denn hier sind noch Blutspuren Sie und das Gras ist blattgetreten. Eine scharfe Beobachtungsgabe. Genau an dieser Stelle lag das arme Ding. Kann irgendjemand von Ihnen über die archaische Fähigkeit des Spurenlesens verfügen und uns sagen, in welche Richtung die Überbleibsel des jungen Dings verschleppt worden Nun, sind. Nun, wer immer eine Leiche verschleppt haben muss, es muss ja sehr viel Gewicht gehabt haben. Vielleicht können wir das anhand des plattgetretenen Grases nachvollziehen. Kann jemand von euch Spuren lesen? Ich habe Auffassungsgabe 40. Das müsste passen. Aber auf plattgetretenes Gras kann man doch auch ohne Spuren lesen. Ja, das habe ich euch schon gesagt, dass das Glas plattgetreten. Aber du möchtest was Spezifisches wissen über die Person, die das Gras plattgetreten hat. Die Richtung. Das ist Wissen das einfach unsinnig. Können wir die Richtung zumindest bestimmen? Ja, ihr seht das zumindest irgendwie so in Richtung des Gartens. Also quasi hier in diese Richtung sich was bewegt zu haben scheint. Es scheint mir, dass dieses Gras uns verrät, dass die Leiche in Richtung des Gartens geschleppt worden sei. Wie können Sie da so sicher sein? Sind Sie Spurenleser? Nein, ich sehe plattgetretenes Gras. Und als jemand, der über viele Hektar feinst gepflegten Rasen verfügt, sehe ich sofort, wenn hier etwas nicht stimmt. Also ich möchte dazu eines sagen, Lord Henry. Ihr besitzt in allen Ehren. Aber auch ich besitze Rasen. Und würde ich das sehen, was ich hier sehe, würde ich doch nicht hinterherlaufen. Sie laufen doch einem Mörder nicht direkt in sein Messer. Wenn jemand eine Pistole zieht, dann ziehen Sie doch auch nicht Ihre und riskieren damit irgendwas. Wissen Sie, der Lord, den ich kannte, der war vor einer halben Stunde noch wesentlich wagemutiger. Ja. Es scheint mir, dieser kleine Bauchschuss, der hat ihn auch ihren letzten Wagemut geraubt. Es ist einiges passiert in den letzten 30 Minuten, das kann ich Ihnen bestätigen. Außerdem war es ein Durchschuss. In diesem Moment gebe ich übrigens... Das war ja ein durchschlagender Erfolg. Ja, ja. Sie haben ja nicht des Doktors Initialen in Ihren alten Bauch hineingeritzt bekommen. Das kann sich ja doch ändern. Was tust du? Ich gebe dem Grafen seinen Revolver zurück. Oh, das aber. Das ist eine sehr gute Idee. Damit fühle ich mich gleich deutlich mutiger. Nachdem er sich das letzte Mal fast was genau tut ihr nur hat. Tut ihr irgendwas oder unterhaltet ihr euch ich nur? Ich lade meinen Revolver neu. Okay. Ich fühle mich direkt sicherer. Ich nehme meinen Revolver und ich verfolge jetzt diesen plattgedrückten Spuren in Richtung des Gartens, in der Hoffnung, dass meine lieben Freunde sich mir anschließen wollen. Gut. Vielen Dank, werte Winston. Also, das weiß ich sehr wohl zu schätzen. Ja, ja. Sicherlich. Ja, sicherlich. Okay, du kommst um die Hausecke.
Ihr steht vor der Seite des Hauses hier, wo auch das zerbrochene Fenster ist. Vor dem ist die Erde auf jeden Fall zerwühlt, aber nicht jetzt gerade erst, sondern schon seit einer Weile. Habt den Blick auf den Garten und seht im Nebel wieder die Gestalt eines Kindes, die vor euch davonzulaufen scheint. Das ist aber schon eine klare Laufbewegung. Und was das Kind dann tut, das erfahren wir nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ihr schaut also in den Garten und seht dort zumindest die Silhouette eines Kindes im Nebel, das weiter in den Garten hineinzulaufen scheint. Und wenn ihr euch vor dem Fenster, wo ihr gerade steht, so umguckt, entdeckt ihr etwas auf dem Boden, und zwar Fußspuren in der weichen Erde, liebe Regie. Dabei handelt es sich eindeutig um Fußspuren eines Menschen, der Schuhe trägt. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Tierspuren oder ähnliches, noch keine Kinderspuren. Eher die Größe eines erwachsenen Mannes und sind auch Herrenschuhe. Ich rufe Elliot! Elliot! Warte, wir sind hier, um dir zu helfen! Du hörst von weit entfernt zumindest ein Wimmern oder Weinen. Elliot, warte! Du bist in Sicherheit, wir helfen dir! Das Kind jetzt könnt ihr nicht mehr sehen im Nebel, auf jeden Fall schon ein Stück weg. Aber ihr wisst noch, in welche Richtung es gelaufen ist. Von da kam auch jetzt das Wimmern und Weinen. Elliot, ich habe mit deinem Vater gesprochen. Er liebt dich sehr und vermisst dich. Wir sind hier, um dich zu retten. Elliot, wo bist du? Keine Antwort direkt, nee. Lords, ich schlage vor, dass wir uns langsam in die Richtung des Kindes bewegen. Davon haben Sie den Geist jetzt gesehen. Können Sie jetzt verstehen, wovon wir reden? Ich habe gar nichts gesehen. Wo war denn jetzt der Geist? Na, diese blaue, durchsichtige Gestalt, die dort lang geschwebt ist, das müssen Sie doch gesehen haben. Na, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich glaube, es handelt sich hierbei dieses Mal nicht um den Geist. Ich vermute vielmehr, es gibt ja zwei Kinder. Der Geist sind die verstorbenen Überbleibsel des armen Moriton-Sohnes. Was Kinder wir gerade gesehen haben, das war die Gestalt des vermissten Elliot, dem vermutlich das gleiche Schicksal anheimfallen wird wie dem jungen Moriton, wenn wir ihn nicht retten. Aber war der Elliot nicht nur der Sohn einer Angestellten des Hauses, wenn ich mich recht erinnere? Kaufmann. In welcher Beziehung steht das denn? Das eine ist ein Kind eines gestandenen Mannes, eines reichen, wichtigen Bürgers der Stadt, und das andere... Naja, Sie wissen ja. Es ist für mich relativ klar zu erkennen, dass es sich hierbei um ein Opferritual handelt. Möglicherweise hat die Familie Moriton versucht, ein anderes Kind zu opfern, um das eigene Kind zurück zu den Lebenden zu bekommen. Aber das ist nur eine wilde Theorie, was weiß ich von Satanismus. Das ist ein gutes Stück, einfach so zu glauben. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass dafür, dass Sie ein Mann der Medizin sind, kommen Sie jetzt hier mit sehr vielen paranormalen Hypothesen um die Ecke. Das mag sein, aber ich habe eben mit meinen eigenen Augen einen Geist gesehen. Ich hinterfrage komplett alles, was ich je gelernt und gelehrt habe. Ich glaube nur, was ich erschießen kann. Es tut mir leid, ich habe einen Geist mit meinen Augen gesehen. Nur zwischendurch, geht ihr weiter oder steht ihr gerade? Nur, damit ich weiß, was ihr tut. Liebe Lords, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir uns nun auf den Weg machen sollten. Nun, ich denke, vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle aufteilen. Mir wäre es ein Bedürfnis, das Leben des armen Jungen zu retten. Ich würde in die Richtung gehen wollen, in die der Junge entflohen ist. Na gut, folge ich. Ich bin ja schon tot. Graf von, ich bin dabei. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie dadurch auch mich zwingen, mitzugehen. Ja, aber hat mich das jemals aufgehalten? Wissen Sie noch, unsere Safaris und all das... Damals den Amazonas runter, ich im Beiboot, sie schwimmend daneben, die Hand haltend und mein Gepäck. Sehr wohl.
Und wir gehen einfach. Okay. Also ich gehe einfach. Sie schaffen das. Ich bin ja bei Ihnen. Auch Sie schaffen das. Also nur noch mal zum Verständnis. Wir haben was genau gesehen? Ein Kind im Nebel. Aber kein blauen Schimmer. Ist gegangen. Du hast gesagt, das Kind ist geschwebt. Das Kind ist nicht geschwebt. Wir haben ein Kind gesehen im Nebel. Die Gestalt eines Kindes. Schwer zu sagen. Es hat eine Silhouette. Sehr dichter Nebel. Du hast aber gesagt, man kann deutlich erkennen, dass es Laufbewegungen sind. Ja, es waren Laufbewegungen eher. Also es war kein Schweben. Ich habe auch an Elliot gedacht, der kommt dann ja hinterher, oder? Gut. Ihr geht also durch den Garten. Rechts von euch kommt jetzt hier, ist quasi die Orangerie, sowas wie das Gewächshaus. Hier ist ein Schuppen. Und ihr lauft jetzt hier hinter der Orangerie lang. Könnt zunächst nichts weiter ausmachen. Es ist eben der Garten. Ihr könnt auch nicht allzu weit gucken, weil klar, ihr habt Licht, aber so ein Kerzenleuchter ist jetzt eben auch kein Flutscheinwerfer. Sehen wir noch mehr von den Fußspuren? Wenn ihr runterguckt, nein, jetzt zunächst hier gerade nicht. Allerdings, als ihr zum Schuppen kommt, seht ihr vor der Schuppentür Fußspuren wieder. Die gleichen. Die scheinbar in den Schuppen führten. Die Fußstapfen des erwachsenen Bades sind es in den Schuppen. Ja. Ja, aber sehen Sie, das sind doch alles ganz irdische Dinge. Fußspuren, kaputte Rasen, schlechte Diener. Das ist da doch nichts Übernatürliches, meine Herren. Nun, ich würde vorschlagen, wir werden diesen Schuppen hier mal unter die Lupe nehmen. Was halten Sie davon? Sie haben ganz schön viele Vorschläge in letzter Zeit. Das ist korrekt. Ich folge Ihnen. Ich finde, wir sollten das tun. Okay, der Schuppen ist verschlossen. Ein Vorhängeschloss hängt dran aus Metall. Lassen Sie mich schießen! Ich schieße das Schloss kaputt! Graf Mon. Ich weiß, was ich tue! Sparen Sie sich die Munition. Bitte lassen Sie erneut mich versuchen, das Schloss aufzuhauen. Wir haben okay, ich fasse zusammen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns diesem Schloss anzunähern. Wir können darauf schießen, wir können darauf schlagen, wir können einen Schlüssel versuchen. Wer ist für Schießen? Bislang hat dieser Schlüssel sich noch nie geirrt. Ich würde sagen, wir versuchen es als letzte Option. Nein, lassen Sie uns den Schlüssel probieren. Gut, der Schlüssel funktioniert nicht. Ach, ich hasse diesen Schlüssel. Ich weiß etwas, was auf jeden Fall funktioniert. 60 erschwert. Um 60 erschwert? Vorhängeschloss, du willst da einfach drauf prügeln. Um 60 erschwert. Verletzen Sie sich nicht. Denken Sie daran, was mir passiert ist. Das macht ja gar keinen Sinn. Da brauche ich eine 5 musst würfeln. Du hast entschieden, dass du es tun willst. Ich habe dir gesagt, was der Wurf ist. Ab da musst du würfeln. Da muss ich eine 5 würfeln jetzt. Jo. Schaffst du. Vielleicht schaffst du es ja. Eine 91. Scheiße. Gut, das Schloss ist noch stärker jetzt. Du schlägst drauf und verlierst wieder 5 Lebenspunkte. Das hat dem Schloss gar nichts angehabt. Wir nähern uns immer mehr an, Winston. Ist das nicht lustig? Nun denn, schießen Sie doch dieses... Wenn Sie sich lange dafür fallen lassen, zücke ich meine eigene Pistole. Ja, vielleicht. Also erstmal haben Sie vorhin überhaupt nichts gesagt von einer Pistole, die Sie dabei haben. Doch. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wissen Sie überhaupt, wie teuer Munition ist? Haben Sie irgendeine Ahnung, wie teuer dieser eine Schuss mich wird, kostet? Ja, dieser eine Schuss hat Ihnen fast das Leben gekostet. Das ist korrekt. Ansonsten beschäftige ich mich mit solchen Nichtigkeiten wie Patronenpreise nicht. Nun gut, Sie brauchen nicht weiter auf mich einzureden. Sie haben mich überzeugt. Ihre Bittgesuche werden angenommen. Ich akzeptiere Ihr Flehen um Hilfe. Also schießt er jetzt? Nein! Ach so. Ach du, okay. Also willst du schießen? Was hast du bei Schießen? Ich habe ein bisschen Angst. Hast du bei Schießen? 1000. Ich habe auf Schießen 65, weshalb ich den Polizisten auch erledigt hätte, wenn ich nicht kurz vorher noch einen moralischen bekommen hätte. Okay, ich würde sagen, dass... Was? Ja, das kriegst du. Ja, doch, würfel mal, aber um 20 erleichtert. Das ist kein schwerer Schuss auf ein stehendes Schloss, aber ein bisschen Abstand musst du natürlich schon nehmen. Dann schieße ich dir auch mal ins Gesicht. 23. Es war wirklich die 23. Ich kann es jetzt gerade nicht wieder hindrehen, aber was es war die 23. Was hast du noch gehabt? Das ist sogar kritisch. Ja. 65 und 23. Ja, deswegen würde ich sogar ein kritischer Treffer nämlich. Okay. Du triffst das Schloss meisterhaft. Also wirklich genau auf die Stelle, an der das Metall auf das eigentliche Schloss trifft. Und mit einem leichten... also ohne großen Querschläge oder irgendwas. Wobei, so klingen Querschläge. Mit einem Klick geht das Schloss auf und ist offen. Ich schaue bewundernswerte Dinge einfordernd in die Runde und lade vor allen Dingen nach. Ist immer sehr wichtig, habe ich in der Schießschule gelernt, immer direkt nachladen. Ich bin beeindruckt von Ihren Schießfertigkeiten auf Dinge, die sich nicht bewegen oder zurückschießen. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich nicht schießen wollte. Denn ich bin ein Mann von gewisser moralischer Integrität. Gut. Ich öffne die Tür
Nach Ihnen, meine Lords. Gut. Ihr steht in einem handelsüblichen Gartenschuppen. Allerdings befindet sich darin ein geheimer Waffenschrank, liebe Regie. Die Panzerfaust. Shotgun! Nein, das ist eine Büchse. In dem Schrank befinden sich 3 Büchsen. Und alles, was dazugehört. Gut. Jeder von uns sollte eine Waffe bekommen, bis auf denjenigen, der mit Abstand am schlechtesten schießt. Ich dachte, Sie haben schon eine Waffe. Das ist korrekt. Dann nehme ich doch die 2. Auch. Ich habe keine Munition mehr. Ja gut, dann teilen wir halt die 3 Waffen so auf. Vielleicht geben Sie mir Ihre Waffe, Lord Henry, und ihr bekommt dafür die Waffen, die sich hier befinden, bei denen man nicht genau sagen kann, ob sie hier vielleicht schon seit vielen Monaten lagern. Ich weigere mich, eine dieser Waffen in die Hand zu nehmen. Ich bin ein Mann, der Wunden heilt und nicht Wunden verursacht. Es tut mir leid, aber ich bin Pazifist. Ja, dann reden wir darüber, wenn der Geist zurückkommt, ja? Dann würde ich sagen, verteilen wir die Waffen. Plötzlich glauben Sie an einen Geist. Sie können sich nicht aussuchen, wie Sie dauernd denken. Liebe Lords, Lord Henry, Graf Mon, bitte nehmen Sie doch die jeweiligen Büchsen an sich. Denn ich verfüge nicht über die Fähigkeiten, eine solche Büchse abzuschießen. Wie kann man nicht über diese Fähigkeit verfügen? Sie müssen sie in die Hand nehmen und den Trigger ziehen. Ich trage sie. Wollt's denn jetzt sein? Sie doch meine, stellen Sie euer Licht nicht unter den Scheffel. Ich habe Sie einen Besen halten sehen. Das ist auch nicht viel anders. Nur, dass der Schmutz vor Ihnen steht. Und nicht, verstehen Sie? Tschak, tschak. Graf Mon, Sie wissen nicht, in welcher Gefahr Sie sich... Okay. Ich weiß, welcher Gefahr. Ich lebe in der Gefahr. Ich nehme eine Büchse und lade sie mit dem Schwarzpulver, welches an der Tür hängt, auf dass sie schussbereit sei. Okay. Wir sollten keine Zeit verlieren. Wir haben schließlich. Kannst du überhaupt schießen oder so? Kannst du mit einer Waffe umgehen? Duellieren. Wenn du mir das Gewehr nicht gestaltest, nehme ich halt meine Pistole. Eigentlich ist mir das Latte. Ja, geladen kriegst du es schon. Also dir ist schon grundsätzlich klar, wie es funktioniert, doch. Also mit einem dummen Duellier-Mert. Ja, Entschuldigung. Monsieur, ich denke, wir sollten nicht zu viel Zeit verlieren. Wenn Sie gut ausgestattet sind, lassen Sie uns bitte weitermachen. Da ist ein kleiner Junge gerade vor uns weggelaufen. Ich habe das Gefühl, wir sollten uns beeilen. Wer weiß, ob es ihm gut geht. Und ich gehe raus aus der Scheune und suche nach dem Jungen. Also ich gehe quasi weiter nach Süden. Also quasi in diese Richtung. Ja. Lohnt es sich, den Schuppen nochmal zu analysieren? Auffassungsgabe? Nach Spuren untersuchen. Lohnt sich immer, irgendwas zu analysieren. Dann analysiere ich nochmal. Findest du das Bett? Dann würfel mal auf Auffassungsgabe. 40 muss ich treffen und ich treffe 12. Sehr gut. Okay. ja, das Einzige, was du als Zusatzinformation kriegst, ist, dass in dem Schuppen auf jeden Fall noch eine größere Gestalt war. Das sind verschiedene Fußspuren, die aber nicht unbedingt so aussehen wie die, die ihr draußen gesehen habt. Die waren eher von schöneren Schuhen, das sind schon Arbeitsschuhe oder so. Also könnten auch einfach von Matt stammen. Okay, na gut. Ja, ich gehe auch auf die Suche nach dem Jungen. Gut. Und was machst du? Okay, und du auch? Ich muss ja folgen. Ich, ach ja, stimmt. Ich hänge am Ärmel meines treuen Butlers. Gut. Ihr seht nun im Nebel die bläulich leuchtende Gestalt eines Kindes an einem Hügel, die auf eine Stelle zu zeigen scheint. Bläulich leuchtende Gestalt. Ja, okay. Wo? Also auf einem Hügel. Ich würde sagen, ungefähr hier bei den Bäumen. Da hol mich doch! Das ist ja unfassbar! Nun. Meine Herren! Was ist das? Ist das eine Lampe? Ist das ein Licht? Ist das ein Taschenspielertrick? Ich würde sagen, ein Geist, aber Sie wissen es sicherlich besser. Lassen Sie mich auf dich schießen. Dann wissen wir es genau. Nein. Die Gefahr besteht, dass es zurückschießt und ich weiß nicht, ob ich eine zweite Wunde nochmal flicken möchte, wenn Sie verstehen. Ich weiß meine nicht, Herren, lassen Sie doch das alberne Gezänk älterer Herren sein und lassen Sie uns doch mal schauen, was dieser Junge uns offensichtlich zeigen möchte. Er ist ja sehr bemüht, uns auf etwas zu stoßen, wie mir scheint. Ja, ich möchte nur zu Protokoll geben, dass es durchaus eine Falle sein kann, in die wir hier gelockt werden. Wir sind wohlhabende Menschen, wir haben viel zu verlieren. Man sollte durchaus diese Möglichkeit berücksichtigen. Wir haben hier absolut nichts zu tun mit all diesem Kram. Da draußen sterben 100
mindestens 100 Menschen jede Nacht, ich sehe sie nicht, durch die Nacht reiten und jeden einzelnen dieser Menschen retten. Noch sehe ich sie diese Fälle aufklären. So wie ich das sehe, sind sie dem Tod sowieso näher als dem Leben. Warum jetzt nicht schon Bekanntschaft machen mit dem, was in Kürze auf sie wartet? Nun, ich muss aber dem Grafen recht geben. Wir haben alle viel zu verlieren, deshalb sollte vielleicht Wilson zuerst gehen. Das ist ein berechtigter Einwand. Das ist doch endlich mal ein Vorschlag. Da sind wir uns alle einig. Stimmen wir ab. Wir haben 4 Stimmen, stimmen wir doch einfach ab. Nun. Wissen Sie was? Auch wenn ich diesen Vorschlag ganz hervorragend finde, mein Leben ist von Langeweile durchzogen wie ein altes Gemäuer von Unkraut. Ich möchte diesem Abenteuer die Stirn bieten. Ich gehe zusammen mit Winston. Das Einzige, was bei Ihnen zieht, ist die Syphilis. Danke, Lord Henry. Und ich gehe tatsächlich einfach drauf los. Dann. So, dann musst du ja mit, oder? Es sei denn, du willst bleiben. Ich humpel leise, ganz leise schimpfend hinterher. Okay. als sie in die Richtung geht, verschwindet die Gestalt. Allerdings könnt ihr noch ausmachen, an welcher Stelle sie eben war. Und ihr kommt dorthin und da ist so ein leicht zerschürfter Fleck am Boden. Ihr befindet euch in so einem halbhohen Hügel, also es geht noch weiter über den Hügel, kam links von euch der Wald. Ja. Ach, es handelt sich hierbei um geronnenes Blut. Sagen Sie mir genau, wie alt es ist. Es ist 2 Tage alt und 14 Stunden. Ist es Blut? Ist es hier etwa, ist es Blut oder ist es eine Stelle, an der etwas vergraben wurde? Nur eine zerschürfte Stelle, also da wurde es vergraben. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir holen uns eine Schaufel aus dem Schuppen. Da war ja mit Sicherheit eine Schaufel. Ja, da war eine Schaufel. Lassen Sie uns eine Schaufel holen und hier mal graben. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die Gebeine eines jungen Knaben fänden. Ja. Okay. Ja. Kriegt ihr hin, ihr holt die Schaufel und beginnt zu graben. Ihr grabt und irgendwann stoßt ihr auf etwas aus Metall. Knochen. Und als ihr hineingreift, findet ihr... Wolverine. Einen vergrabenen Dolch. Es hat die gleichen Schriftzeichen, wie wir sie gesehen haben in diesem Buch. Haben Sie das Buch noch zur Hand? Ja. Lord Wilson, darf ich einmal einen Blick hineinwagen? Sehr wohl, Lord. Ist dieses der Opfer? Sprichst du Latein? Ja. Ja, dann wie gut? Gut. 30. Gut ja, doch, reicht. In der Tat, über den Dolch steht etwas in dem Buch. Handelt sich um ein Opferdolch, mit dem der Dämon Raffastan gerufen werden kann. Ein Dämon der Wiedergeburt und ein Emporkömmling der Hölle sozusagen. Also wirklich was Böses. Nun, es handelt sich hierbei um einen Opferdolch. Du hast den Dolch übrigens nicht in der Hand, ne? Nur der liegt noch im Loch. Hat keine Ahnung. So wie ich es verstehe, steht hier in diesem Buch, wenn man die Wörter richtig sagt, dann kann man Raffastan, den dunklen Dämonen, beschwören. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Raffastan kann einem dabei helfen, die Seele von etwas Totem in den Körper von etwas Lebendem einfahren zu lassen. Was er sagt. Wir sollten diesen Dolch in etwas wickeln. Er scheint mir verdorben zu sein und an uns nehmen. Denn mich dünkt, dass jemand mit finsteren Plänen Gebrauch machen mag von diesem Mordinstrument. Ich verstehe Ihre Logik, doch sollte dieser Mensch, der offensichtlich zu töten bereit ist, diesen Dolch suchen, ja wo landet er denn dann wohl? An diesem Loch und er wird nichts finden, weil wir den Dolch an uns genommen haben. Ja und damit wäre doch direkt der Brotkrumenweg gelegt zu uns. Sofern Sie nicht beabsichtigen, diesen Weg mit Brotkrumen nachzuzeichnen, glaube ich, dass derjenige es schwer haben wird, uns zu finden. Weil es ja auch so schwer ist, in dieser nassen Rasengegend einen Weg zu verfolgen. Wir sind auf genau diesem Weg hier hingekommen. Wissen Sie was, alter Mann, der sich so sehr mit seinen alten Krallen ans Leben klammert? Ich nehme diesen Dolch an, Mann, Alter. Versuchen Sie doch, mich daran zu hindern. Sie Tatterkreis. Ich zittere, halte ein bisschen den Ellbogen fest. Machst du alte Mann-Krallbewegung, aber es ist wahrscheinlich fruchtlos. Es ist dir durchaus unangenehm, aber es hindert dich nicht daran, etwas zu tun. Es kitzelt ein wenig. Na gut, also, ich lass sie noch mal in Ruhe. Lord Henry, du hast ihn jetzt an dich genommen. Lord Henry. Ja, wie? Du hast ihn jetzt an dich genommen? Also nimmst du ihn jetzt? Ja. Gut. In dem Moment, als du den Dolch bewegst, seht ihr plötzlich etwas auf dem Hügel. Ui, das ist der Dämon. Vielen Dank, Lord Grey. Hören Sie mal!
mal einen hämischen Applaus. Und was es mit dieser Gestalt auf sich hat, sehen wir nach einer kurzen Unterbrechung letzten für heute Abend. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis gleich. Sind wir wieder. Wir haben eben die Gestalt auf dem Hügel gesehen. Und als diese Gestalt erscheint, machen wir sie nochmal, hört ihr hinter euch an einem Gebäude, das aussieht... Da steht was. Schuppen. Ach, Schuppen. Das aussieht wie eine Krypta. Seht ihr, hört ihr so ein metallenes Zuschlagen, so als wäre dann eine Tür irgendwie zugeschlagen worden oder hätte sich zumindest bewegt. Hm. Hast du das gehört? Es klang wie eine metallische Krypta. Die Gestalt steht nun auf dem Hügel und scheint näher zu kommen. Also zumindest noch nicht die schnell. Die Gestalt? Ja, die Gestalt, die ihr eben gesehen habt. Meine Herren, ich will ja nichts sagen, aber das ist kein Geist. Offensichtlich ein körperliches Wesen, das nach Blut dürstet. Wollen wir vielleicht woanders hin? Nun, es ist offensichtlich ein... Gut, das ist nicht die Zeit für solche Diskurse. Der Diskurs fängt so an, als ob du lange was sagen möchtest. Diese Gestalt bewegt. Nein, ich wollte nicht bemerken. Okay, es scheint mir eine Kreatur aus dem Hause Mon zu sein. Ein Dämon. Ist der vielleicht mit ihnen verwandt? Naja, ich hatte Verwandten, die so aussahen, aber die habe ich alle erschossen. Ich nehme schon mal die Büchse. Okay. Also die in die Hand. Ja. Grey, warum zeigen Sie ihm nicht Ihre Einladung? Das Wesen bewegt sich nun schneller und bewegt sich auf euch zu. Habt ihr es gehört? Das Wesen bewegt sich schneller und bewegt sich auf euch zu. Gut, Wilson, wir lassen die einfach liegen. Lassen Sie uns unser Leben retten. Unser Leben ist zu wichtig. Ja, also wir können zu dieser Krypta laufen, habe ich das richtig verstanden? Könntet ihr tun, ja. Ja, ich würde doch, ich nehme die beide in die Hand. Das, schön, dass du das so mit dieser... Wie weit, also, ja. Ich würde sagen, schwer zu schätzen, 50 Meter ist von euch noch entfernt. Ihr lauft zu der Krypta, ihr Wilson, beiden. Laufen wir schon? Achso, du kannst ja nicht selber entscheiden, stimmt. Graf Mon, wir sind sehr langsam. Warum? Ich habe nun die Möglichkeiten, sie einfach liegen zu lassen und abzuhauen. Das ist keine Möglichkeit. Wer soll sie denn zu Hause bezahlen? Lord Henry. Ja. Wir lenken sie hier ab, schießen sie von hinten auf das Vieh. Oh, das ist eine gute Idee, ich kann auch schießen. Ich würde vorschlagen, wir beide Graf Mon. Es wird Zeit. Vereinen wir unsere Kräfte, Lord Henry. Ich bin mir nicht sicher, ob normale Kugeln überhaupt das auswirken können. Wir sollten uns erstmal zurückziehen in ein sicheres Gebiet. Warum schießen? Vielleicht können wir auch reden oder es anderweitig lösen. Ja. Haben Sie den Schlüssel probiert? Ich werde den Schlüssel werfen Sie einen Blick auf das Monster. Bitte nur einen kurzen Blick zurück. Werfen Sie einen kurzen Blick auf Monster. Und es sieht aus, als ob es ein Schlüssel... Okay. Ich wollte gerade sagen, die Kreatur ist jetzt auf 20 Meter rangekommen und nimmt den Wurf. Ja, okay. Würfel, wie viel hast du? Auf Handeln, 29. Nee, nicht auf Handeln. Ich hab Schießen nicht. Du kannst gar nicht schießen. Sie wollten doch gar nicht schießen. Meine ich, deswegen Handeln, 29. Aber ich hab Schießen nicht. Hat jemand deine Büchse fertig gemacht für dich? Ja, ich, während keiner hingehört hat. Nee. Doch. Ich habe doch vorhin noch erwähnt, wie wichtig es ist. Erinnern Sie sich, Herr Spielleiter? Ich wollte es aber... Du kannst versuchen zu schießen. Ich wollte den Spielfluss halt nicht zerstören, aber tatsächlich wollte ich es. Also brauch dich gar nicht erst würfeln lassen. Du drückst ab, passiert nichts. Du hast die Büchse nicht fertig gemacht. Die ist weder geladen noch vorbereitet. Dann lade ich sie schnell. Panik. Schnell lädt man so eine Waffe nicht und du weißt nicht, wie man eine Waffe lädt. Kurze Frage, kann ich nicht auch schießen? Ich weiß, du kannst schießen. Wenn er sogar mit der zweiläufigen Knarre, wenn er mich im Arm hat schießen kann, kann ich doch wenigstens irgendwo... Du kannst schießen, natürlich. Okay, aber das war ja unser Vorschlag und daraufhin wurde gesagt, dass... Naja, ich hatte ja gesagt, ich laufe so schnell die Füße tragen zu dieser Krypta, weil ich dachte, dass das der bessere Plan ist, nachdem der Spieler da extra gesagt hatte, dass sich diese Krypta hier da befindet. deswegen bin ich eigentlich auf dem Weg dorthin. Ihr könnt doch schießen. Ja, ich auch. Also wichtig, du drückst ab, es klickt einfach nur, es passiert gar nichts. Winston, das bringen wir Ihnen später bei. Jetzt aber erstmal beide in die Hand nehmen. Damit meine ich unsere. Kurz Timeout. Ich muss auch seine Büchse mal fertig machen und seine Revolver. Also habe ich nicht den. Du hast dir das Talent nicht gegeben. Du hast das nicht. Du weißt nicht, wie eine Waffe funktioniert. Das steht nicht auf deinem Buch. Ich habe doch auch eine Waffe. Wir haben so viele Waffen. Okay, ich wollte nur sagen. Okay, dann. Okay, dann.
Ich nehme genüsslich ein paar Weintrauben zu mir. Schöne Alternative. Laufen Sie, Winston, laufen Sie. Okay, also ihr lauft zu der Krypta, aber ich weiß nicht, ich habe von dir noch nicht gehört, dass du das auch tust. Ich bin mir nur unsicher. Ja, ich bin nicht zu Wort gekommen. Ja, du bist jetzt an Wort. Okay, ich laufe zur Krypta. Gut, danke für diesen kleinen Einwurf. Ja, doch, also auch mit deiner, ja. Ich fasse mit an, ich nehme den anderen Arm des alten Herrn. Gut vermutet, was ich gerade tun und wollte. Laufe so schnell unsere vier Beine plus zwei ältere Stumpen tragen zur Krypta. Lord Henry, Winston, schauen Sie mal, wie schnell ich bin. Meine Füße berühren kaum den Boden. Sie fliegen wie ein Geist. Bin ich schon tot? Ab jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich würde vorschlagen, wir tragen ihn rückwärts, dass er doch mal drauf schießen kann. Ernsthaft? Werft ihn einfach hoch. Nee, wir drehen tatsächlich also, wir schultern schießen. Ihn. Wir schultern gut, das ist eine gute Idee, deswegen würde ich es jetzt und, erlauben. Du hast doch Blickkontakt. Na klar. Und kannst tatsächlich schießen, weil dann können wir herausfinden, ob das Ding überhaupt verwundbar ist. Ja gut, also es ist ein großes Ziel, deswegen wird das Wackeln ein wenig ausgeglichen. Du kannst ganz normal auf Schießen würfeln. Komm nun her, du teuflische Kreatur. Du legst dich mit dem Falschen an. Nämlich mit Graf Thaddäus Montgomery, Bohlen, Krupp zu Halbach und Freier Falkenberg. Was hast du gewürfelt? 55. 55. Wow. Okay, du schießt und triffst die Kreatur, die aufschreit, als du sie triffst. Wir laufen weiter. Allerdings scheint sie irritiert, aber keineswegs wird sie zu Boden geworfen oder scheint sie allerdings allzu groß abzuhalten. Sie wird nur wütend und schreit euch wütend an. Ich habe sie wütend gemacht. Das wäre das erste Mal heute, dass sie das schaffen. Ihr kommt an der Krypta an. Du reißt die Tür auf und ihr schafft es zu verschwinden. Du kommst als Letzter. Würfel mal auf. Oh, komm. Ich komme als Letzter. Die schleppen zu zweit ihn und schießen. Du schaffst es noch, in die Krypta zu kommen. Ziehst aber es wäre geil gewesen. Ja. Ziehst das Tor zu. Ah, doch, dabei ist schon ganz gut. Würfel mal auf Handeln. Allerdings um 20 erleichtert. 23? Ja, tut da kein nichts für. Ich habe nur Angeln 30. Aber eine Tür hat auch Angeln. Aus den Angeln hebeln, super. Gut, du schaffst es nicht. Die Krallen der Kreatur streifen deine Hand und verletzen dich schwer an der rechten Hand. Aber das ist die Hand, mit der mich verarztet. Du verlierst 15 Lebenspunkte. Naja. Aber hier hast du doch einen Schieberli. Könnte schlimmer sein. Gut, ihr befindet euch nun also in der Krypta. Die Kreatur scheint draußen umherzustreifen und schreit wütend vor der Krypta. Schreit wütend vor der Krypta. Ihr habt das Tor aber zum Glück verschließen können und der Eingang ist auch klein. Also es scheint nicht so, als ob die Kreatur eindringen könnte. Schütterlor! Das verdammte Drecksvieh hat mich erwischt. Zeigen Sie mal her, Herr Doktor. Zum Glück ist es nur die schwache linke Hand. Die brauche ich sowieso nie. Das ist die linke Hand. Ich verbinde sie mir. Schade, dass du Linkshänder bist. Kurz. Sie wurden doch sicher in der Schule umgewöhnt. Es ist noch eine kleine Fleischwunde. Sehen Sie, wie wunderschön es aussieht, das Fleisch, wenn es sich trennt von den Fasern. Dann wird sich Ihr Autogramm sehr schön machen. Sie können doch sicher mit der rechten einfach. Natürlich könnte ich, aber ich lasse es einfach zusammenwachsen. Gut. Ihr befindet euch nun also in der Krypta, ein aus alten Steinen gemauerter Gang, der leicht nach unten führt und ihr seht, dass aus dem tiefen Inneren Licht dringt. Also es scheint irgendwie beleuchtet zu sein. Draußen hört ihr ab und zu noch die Schritte der Kreatur, die sich immer noch herumzutreiben scheint. Ich habe eine Frage kurz. Ja. Der Spielleiter hat gerade gesagt, die Kreatur würde gar nicht durch den Eingang passen. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann könnten wir die Tür auch aufbauen und auf ihn schießen. Theoretisch ja. Nun, also gerade seht ihr die Kreatur nicht, aber... Aber sie kann natürlich da reinschlagen, ne? Danke, dass du es sagst. Ich habe überlegt... Ich denke, das ist weitläufiger. Also sind wir das da so... Das ist ein schmaler Gang, in dem zwei Leute mit Mühe aneinander vorbeikommen können. Aber ich meine, wir können uns doch weit genug... Also der Gedanke ist, ich ziehe ja, natürlich, es geht aber leicht runter. Ja, das würde gehen, natürlich. Ja, doch. Sollen wir es probieren? Ihr seht nur nach draußen natürlich eher schlecht. Es ist möglich, auf jeden Fall. Klassische Dark Souls-Taktik. Gut. Lange Rede, ich öffne einfach mal, lausche, ob das Vieh da in der Nähe ist, es ist offensichtlich nicht da, ich informiere meine Freunde über diesen Plan, vielleicht stellen sie sich auf,
Natürlich. Die Flinte ist ja mittlerweile geladen. Sie haben die Flinte geladen. Alle Waffen wurden geladen. Ich habe meine Flinte auch geladen. Oder wollen wir es vielleicht so machen? Wir beide stellen uns auf mit geladenen Flinten. Sie öffnen die Tür, Herr Tesseract. Es tut mir sehr leid, aber ich werde nicht noch einmal in die Nähe dieser Tür gehen. Haben Sie gesehen, was das letzte Mal passiert ist, als ich versucht habe, die Tür zu schließen? Machen Sie doch die Tür selber auf! Nun, ich sehe, Sie sind in Furcht begriffen. Wollen Sie vielleicht die Tür öffnen? Ich hasse mein Leben. Und gehe los. Mache die Tür sozusagen auf. Ich warte sozusagen, bevor ich aufmache. Ein Spinner, dieser junge Typ! Okay, du musst sie halt nur aufschubsen. Bitte, schießen Sie nicht auf mich. Natürlich nicht. Ja, dann müssen Sie aber auch Ihre Gurke nicht in mein Schussfeld rein. Also während die sich da aufstellen, gehe ich weiter in die Krypta rein. Okay, gut. Du schubst. Jetzt warten Sie doch, Herr Forscher. Ich habe die Schnauze voll von Ihnen. Ich nehme hier einen Durchschaden. Was ist ein Chirurg ohne Hände? Nichts. Schütterloch. Okay, gut. Du schubst die Tür auf, das gelingt ohne Probleme. Du und ich renne schnell Signor Tesserac hinterher. Gerade, also hinter ihm hinterher. Ja. Du rennst an den beiden vorbei sozusagen. Gut, es entsteht ein leichtes Gedrängel. Und nun sind wir ganz allein, Lord Henry. Endlich. Ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Und was, wenn das Monster nun kommt? Dann erschießen wir es, das ist der Plan. Natürlich, aber Sie haben doch gesehen, dass es nichts bringt. Naja. Ich habe getroffen wie ein wahrer Schütze und trotzdem ist das Monster immer noch auf dem Weg hierher. Plötzlich erscheint die Kreatur am Eingang und versucht, ihren sehr langen Arm reinzustrecken und nach euch zu greifen. Wir schießen natürlich beide wie blöde. Gut, würfelt bitte beide auf Schießen. Okay, aber auf die Entfernung, also wenn wir da nicht treffen. Moment, hast du. Du hast schon recht, ist erleichtert, du hast völlig recht. Ja, doch, ist um 15 erleichtert. Gut, dann habe ich jetzt. Habe ich gut gemacht. 52 minus 15, ich habe auf duelliert 80. Okay. Ich habe 59, passt, schafft also auch. Gut. Ja, damit trefft ihr beide die Kreatur. Schmerzschreiend weicht die Kreatur zurück. Also es hat schon gesessen. Plötzlich kommt aus der Krypta ein lauter Ruf. Nein! Und ein Mann kommt dir entgegen, steht plötzlich vor dir. Mon Dieu, wer sind Sie denn? Du erkennst ihn als Mr. Alfred Moriton. Achso, okay. Schießen Sie nicht, Mann! Monsieur Moriton! Wo kommen Sie denn gerade her? Was ist das überhaupt? Sie laden uns hier ein! Ich bin außer mir! Endlich kommen Sie mal wieder! Verschonen Sie meine Lorelei! Meine Lorelei, was soll denn das? Das ist ein wild gewordenes Tier, mein Herr! Ich entschuldige mich vielmals für die Unruhe, doch bitte verschonen Sie meine Frau! Ich werde Ihnen alles erklären! Das ist Ihre Frau, die habe ich aber anders in Erinnerung. Bitte. Also ich habe schon häufiger gehört, dass eine Ehefrau zum Biest werden kann, aber das ist eine ganz neue Dimension. Bitte dir, folgen Sie mir hinein, ich werde Ihnen alles erklären. Ja, ihr hört draußen vor der Tür wirklich, wie die Bestie tobt. Ja, aber was sollen wir denn machen, während Ihre Frau da draußen tobt? Was ist, wenn sie hineingelangt? Gibt es noch andere Öffnungen hier? Nein, ich versichere Ihnen, machen Sie sich keine Sorgen, sie kann nicht hinein. Ich bin seit Tagen hier unten, wir sind hier sicher. Sie haben aber eine tolle Monsieur Moriton, ich muss wirklich sagen, ich bin sehr enttäuscht. Erst diese ganzen diese Erlebnisse, ich habe einen Geist gesehen, wir haben Leichen gesehen, auf ihn wurde geschossen, er ist ein alter Mann, er kann sich kaum bewegen. Jetzt, ist er völlig unschuldig. Jetzt hat er noch ein Loch im Rücken. Es ist unglaublich. Ich entschuldige mich vielmals, folgen Sie mir. Und er geht so die Treppe runter weiter. Ich lade die Waffe nach, während ich ihm folge. Gut, das ist bei diesen älteren Waffen halt schon ein längerer Vorgang. Ja, ich weise dich nur darauf hin, das dauert länger, als ihr jetzt zum Untergang. Okay, gut. Nur, dass du nicht denkst, du kommst runter und ist alles fertig. Es ist Lord Henry hat eine sehr gute Idee. Ich möchte auch gerne schon im Gehen so gut wie möglich und erlaubbar nachladen. Ja, es dauert bei dir ein bisschen länger wegen deinem Zustand, aber du kriegst das schon hin. Ja, während ich ihm hinterherlaufe, schimpfe ich die ganze Zeit und fasse noch mal quasi das gesamte Tagesgeschehen zusammen. Und mokiere mich über jeden einzelnen Punkt, dass er mich eingeladen hat, dass wir das schlechtes Essen gekriegt haben, dass die Leute das Spanner am Fenster standen und all die ganzen Sachen. Und währenddessen laufe ich hinter Lord Tesseract hinterher und schüttel einfach nur wahllos den Kopf. Ich gucke ab und zu, gucke ich mal nach hinten und nach Zustimmung. Ist doch unglaublich, oder? Ist unglaublich. Ist doch unglaublich, oder? Ich weigere mich, weiter mit diesen Menschen zu reden. Ihr kommt in den Keller der Krypta, der mehr wie so eine Art Wohnraum eingerichtet zu sein scheint. Keine Möbel, aber man sieht, dass jemand seit Tagen hier unten ist und hier scheinbar lebt. Und in einer Ecke des Raumes ist sowas wie ein kleiner improvisierter Käfig, in dem ein Kind auf dem Boden liegt. Elliot! Dem mag so sein, doch urteilen Sie nicht zu früh, meine Herren. Na, das müssen Sie mir aber erklären jetzt. Was gibt es denn da zu urteilen? Da ist ein Kind in einem Käfig, das selbst für mich zu hart. Nun gut, ich will mich Ihnen offenbaren.
Auch wenn mir nicht ganz geheuer ist bei dem Gedanken, dass sie hier sind und ich mich frage, warum die vier Herren überhaupt ihren Weg hierher gefunden haben, muss ich gestehen, dass ich ihre Hilfe gut gebrauchen kann. Sicherlich haben sie schon von der Tragödie meiner Familie gehört. Ja, das ist ganz schrecklich, mein Beileid. Mein armer Sohn. Doch. Würfel, was? Hat irgendjemand... Würfel, wer hat denn, du hast den besten Menschenkenntniswert, ne? 90 hast du doch noch nicht. Ich habe 90, ja. Ich habe Redegewandt 50, wenn das irgendwas ist. Ja, würfel mal auf Menschenkenntnis. Allerdings um 50 erschwert. What? Hm? 50? Ey, du hast eine Chance. Beschwer dich nicht über eine Erschwerung, sondern dass du eine Chance hast. Ja! Nicht geschafft. Gut. Doch, hier liegt einiges im Argen. Diese Kreatur, Sie haben richtig gehört, war einst meine Frau. Wir haben nur versucht, unseren armen Daniel wieder ins Leben zu holen. Und dafür, ich gestehe es mit Schande, wollte ich den kleinen Elliot benutzen. Doch wo sollte die Zukunft dieses Kindes auch hinführen, ganz ohne wirklichen Vater, ohne wirkliche Perspektive? Da ging meine Frau ins Bett gefesselt durch Kummer und Krankheit. Und da kann ein Mann nur weich werden. Nun, also gefesselt haben mit Sicherheit Sie Ihre Frau und nicht der Kummer. Ich habe noch nie gehört, dass der Kummer schlingend um Handgelenk gelingt. Aber doch nur um Ihrer Schutzwillen. Nein, Mr. Borington, reißen Sie sich zusammen. Schauen Sie sich an, Sie jämmerliche Gestalt. Sie haben ein Kind eingesperrt wie ein Tier, während das Tier, das Sie geschaffen haben, draußen wildert. Jämmerlich bin ich keineswegs und greift in sein Jackett. Ich stehe. Schon vorher habe ich schon gezogen. Da, dieses Mal habe ich es richtig gemacht. Sehen Sie alle, es ist gut, eine Pistole dabei zu haben. Aber sehen Sie mit. Die Herren, ich... Was wollten Sie denn da aus Ihrer, aus Ihrem Jackett ziehen? Es juckte mich lediglich, es juckte mich. Lord Henry, schauen Sie doch mal nach. Halten Sie die Hände schön hoch. Ich hole meine Pistole auch und halte sie davor und ich durchsuche ihn. Und du findest eine Pistole. Aha! Es hat sie also gejuckt in den Fingern, nehme ich an. Ist es vielleicht dieser Finger hier? Ich werde nichts mehr dazu sagen. Doch bitte, die Herren, urteilen Sie nicht. Verschonen Sie mal. Sie haben doch auch vielleicht Kinder oder Dinge, die Ihnen am Herzen liegen. Geld zum Beispiel. Ja, aber exakt deswegen. Man nimmt doch nicht das Geld eines anderen Mannes und gibt es halt sein eigenes Geld aus. Das ergibt doch Monsieur, gar keinen Sinn. Monsieur, jetzt beruhigen Sie sich vielleicht alle mal ganz kurz. Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, was für eine Scheißmatratze in meinem Zimmer war. Ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Ich fahre hier raus zu Moriton Menon und da muss ich mit sowas mich zurechtfinden. Das ist nicht in Ordnung, Alfred, das wissen Sie selber. Aber genug. Ich möchte jetzt wissen, was mit diesem kleinen Jungen ist. Lassen Sie bitte frei, er sieht schon ganz ausgemagert aus. Nun gut, nehmen Sie den Jungen. Also, er tritt beiseite. Ja, machen wir. Damit ist aber noch nicht das Ende der Geschichte erreicht. Mach den Käfig auf und der Junge kommt raus. Nee, der Junge kommt nicht raus. Na komm doch! Kleiner. Der Junge bleibt liegen. Hat jemand ein Stückchen Brot oder so? Niemand? Nicht viel, nein. Ich schaue mich im Raum um, ob es Nahrungsmittel gibt. Ja, also in dem Raum gibt es Nahrungsmittel, ja. Elliot. Ich finde ein bisschen trockenes Brot und Dörfleisch. Elliot, mein Sohn, du bist in Sicherheit. Ich weiß, du hast große Angst und viel durchgemacht. Aber lass dir sagen, du bist jetzt gerettet. Ich habe bereits mit deinem Vater gesprochen. Er vermisst dich sehr und hat mir seine Liebe zu dir versichert. Vater? Der Junge scheint sehr mitgenommen, aber er kommt zumindest zu sich und wendet sich dir zu. Mein kleiner Junge, möchtest du etwas essen? Hat man dich versorgt? Plötzlich sind Sie so nett, oder was? Ich erkenne Sie überhaupt nicht wieder. Waren Sie nicht ein Arschloch noch vorhin? Dieses Kind ist noch unschuldig. Sobald es erwachsen ist, werde ich es gebührend behandeln. Lord Henry ist ein Freund der Empathie und er kann sich von Ihnen möchte ich auch nichts mehr und Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Was ist nur bloß los mit Ihnen? In 2 von 3 Fällen hat es uns geholfen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Loch am Rücken offen gelassen. Ich möchte jetzt mal wissen, was hier los ist, Alfred Moriton. Ich hab doch schon alles gesagt, meine Frau und ich, ich wollte doch nur und die Briefe von Herrn Strauß. Wer ist Herr Strauß? Ich habe noch nie diesen Namen vernommen, das ist ein deutscher Name, nicht wahr? Plötzlich schrieb der Mann mir und hat mir erzählt, er hätte von meiner Tragödie gelesen und
Ja, und dann könnte mir und meiner Frau helfen, unseren Daniel zurückzuholen. Hat er Ihnen diesen ganzen Mumpitz eingeredet mit diesem Säbel oder dem Schwert oder was wir da gefunden haben, dieses spitze Ding? Es hieß, wir müssten nur eine Sünde begehen und hätten unseren Jungen wieder. Das ist aber ein guter Deal, eigentlich. Kommt auf die Sünde an. Kommt auf die Sünde an, natürlich, klar, ja. Aber an sich, also... Mr. Morton, Lord Morton, wie viele Sünden haben Sie bereits begangen? Inwiefern? Wie viele Menschenopfer mussten Sie... Opfern? Kein einziges. Meine Frau ist das einzige Opfer dieser ganzen Tragödie. Der Junge, ich meine, ich habe ihm quasi nichts angetan. Junge ist völlig verängstigt. Was heißt denn hier quasi? Ich bitte Sie, Sie haben den Jungen zurück. Lassen Sie mich einfach zu meiner Frau gehen. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden, dass es hier um wesentlich mehr geht. Während Sie sich in dieser Krypta vor dem Monster verstecken, was Sie selbst erschaffen haben, hat das arme Dienstmädchen ihr Leben verloren. Ihretwegen. Das nenne ich doch Sünde. Gut, er reagiert zumindest jetzt nicht anders, als er es bisher getan hat. Was wollt ihr als nächstes tun? Sozusagen? Was glauben Sie denn, was passiert, wenn Sie da draußen mit Ihrer Frau vereint werden? Glauben Sie, dass sie sie mitnimmt in ihre Monsterhöhle und sie bis ins Ende aller Tage zusammenleben, oder was? Die Frau wird sie aufessen, und zwar mit Haut und Haaren, und das meine ich mich nicht metaphorisch. Ich werde Sie töten und dann mich. Wie wollen Sie dieses Wesen töten? Hiermit. Und er hält so eine Art Flasche in seiner Hand, in der irgendeine Tinktur zu sein scheint. Alkohol, die Langzeitwirkung von Alkohol ist allgemein bekannt. Ist eindeutig. Es sieht aus, es scheint ein Brandsatz zu sein oder irgendwas. Aber, Monsieur, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, Ihre Frau zu retten. Glauben Sie nicht, dass es möglich ist, diesen Fluch rückgängig zu machen irgendwie? Würfel mal auf Redegewandtheit. Nee, was hast du gewürfelt? Komm, würfel aber nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Würfel aber nochmal. Ich glaube es mal. Oder Lüge. Mit 73, 78. Gut, es gelingt dir nicht. Das ist der einzige Weg. Ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen. Lord Morton, warum haben Sie uns dann gestoppt, als wir auf Ihre Frau geschossen haben? Ich liebe meine Frau noch immer über alles. Auch nach allem, wozu sie geworden ist. Mr. Morton, ich habe eine Idee. Sehen Sie hier. Dieser Säbel. Es hat dieser Opferdolch. Ah, okay. Welche Rolle hat dieser Opferdolch gespielt? Nun ja, er war Teil des Rituals. Was haben Sie damit getan? Gar nichts, alles ging schief. Rafastan kam durch das Portal, bevor Sie den Jungen... Naja, Sie wissen schon. Sprechen Sie es aus. Ich darf nicht einmal denken. Naja, der Junge hätte sterben müssen. Wer ist Rafastan? Ein Dämon. Wo ist er? Sie haben eben auf ihn geschossen. Ich denke, das ist Ihre Frau. Sie reden wie ihres Zeug. Rafastan ist meine Frau. So dumm kann man doch nicht sein. Wieso haben Sie einen Dämon geheiratet? War sie vorher ein Dämon oder ist sie zum Dämon geworden, weil dann ist sie nicht mehr ihre Frau? Also man kann sich davon reden, der Mann. Ich bin auch total bei ihm. Also es tut mir leid, Sie verwirren mich mit Ihren komischen Theorien. Gut. Also, wissen Sie, was ich fragen wollte, ist Folgendes. Dieser Dolch scheint ja über magische Kräfte zu verfügen. Was wäre zum Beispiel, wenn sich jemand, der sich sehr gut verstecken kann, sich hinter den Dämon schleicht, während wir ihn ablenken und ihn mit dem Dolch sticht? Oder wenn wir diesen Dolch jetzt zerstören würden, würde der magische Bann brechen. Gibt es dort eine Möglichkeit? Dieser Dolch ist keineswegs magisch. Gut. Hab ich doch gleich gesagt. Okay. Mr. Morton, eine kleine Frage. Bruce, Ihr Butler, wie lange kennen Sie sich schon? Wer ist Bruce? Ein sehr schlechter Butler, vielleicht brauchen Sie einen neuen. Danke sehr für diese Information. Sie wissen offensichtlich überhaupt nicht mehr, was in Ihrem Haus vor sich geht. Sie haben jemanden, der sich als Ihren Butler ausgibt, den Sie noch nie in Ihrem Leben gesehen haben. Außerdem bekommen wir Einladungen in Ihr Haus, obwohl Sie überhaupt nichts davon wissen. Offensichtlich von einem Ihrer Bediensteten geschrieben. Das hier führt doch zu nichts! Und er rennt in Richtung Ausgang. Halten Sie ihn fest! Macht die Tür auf, das Monster kommt rein! Ich halte ihn fest. Das, ja. Okay. Würfel, hast du irgendwas, das das rechtfertigt? Faustkampf, irgendwas ähnliches? Faustkampf. Okay, dann würfel mal Faustkampf. Faustkampf, ja. Normaler Wurf, was hast du da? Alter, 35, 97. Okay.
Alter, was ist denn heute gelingt los, dir nicht. Ey. Also du greifst ihn, aber er reißt sich los und rennt in Richtung Ausgang. Ich könnte ihm ins Bein schießen. Gut, dann entscheide jetzt, ob du schießen möchtest. Ich würde gerne vorher kurz mit den Leuten abstimmen. Nee. Kann uns ein weiteres Mal ein Schuss, ein munterer Schuss helfen? Ich sage dazu nichts, ich kenne ihn. Ich würde euch erlauben, dass während er die Waffe hebt, ihr einmal rufen dürft, schieß oder schieß nicht. Ich würde es gern von der Masse abhängig machen. Ja. Schieß nicht. Ich. Schieß? Schieß nicht und der andere. Jetzt sagen Sie doch was! Was soll ich tun? Entkommt! Wir sollten Folgendes tun. Wir laufen ihm hinterher und sobald sich das Ungetüm auf ihn stürzen will, schießen wir aufs Ungetüm. Okay. Ja. Ich bin gegen diesen Plan, aber ich bin dabei. Ich will auch nicht alleine hier sein, in dieser finsteren Krypta. Okay, du schießt? Nein. Ach, du schießt nicht. Wir warten. Ich mache... Es tut mir physisch weh, die Hand wieder runterzunehmen, auch wegen der Verletzung. Gut. Und dann stecke ich wieder ein. Mr. Morton scheint ins Freie zu rennen. Und ihr hört draußen die Geräusche eines dramatischen Kampfes oder zumindest fetzende, schreiende Geräusche. Und offensichtlich wird jemand angegriffen. Ach. Hätte ich doch nur geschossen. Dann hört ihr, wie sich das Schreien eines Untieres entfernt. Und es herrscht Stille. Ihr steht nun also allein in der Krypta und habt zumindest Elliot unter euren Fittichen. Ich sage, lasst uns den Kleinen umbringen. Stimmt, alle losen Händen. Ihr seht euch also eine Weile in der Krypta um. Und als ihr wieder ins Freie tretet, wird es bereits morgen. Ihr habt hiermit das Abenteuer um Morriton Manor abgeschlossen. Als ihr das Haus betretet, sind die Bediensteten an Ort und Stelle. Sophie wird vermisst und die Polizei ist bereits vor Ort. Erzählt ihr der Polizei, was ihr erlebt habt oder nicht? Ja, ich habe es vor, meiner kompletten Jagdgesellschaft immer und immer wieder zu erzählen, solange ich lebe. Also kann ich das genauso gut jetzt... Wir sollten uns gut überlegen, was wir der Polizei sagen. Schließlich haben wir vielleicht auch... Blut an den Händen, wie man so sagt. Entschuldigung, ich habe eine große Karriere noch vor mir. Ich möchte nicht einfach jetzt alles hinwerfen, nur wegen meinem durchgeknallten Mann und seiner dämonischen Frau. Aber der Ruhm. Der Ruhm, ein mystisches Wesen getroffen und verwundet zu haben, das ist legendär. Mein Name wird auf ewig. Lord Mon, wenn ich Sie erinnern darf, Sie haben vorhin auf einen Polizeibeamten geschossen. Er hat auf mich geschossen. Gut, eigentlich wollte ich nur von euch wissen, erzählt ihr der Polizei, was geschehen ist oder nicht? Ja, wir reden doch gerade darüber. Ach so, okay. Unterschiedliche Meinungen. Es reicht ja, wenn es einer erzählt. Wilson. Aus der Ich-Perspektive. Ja. Wenn ihr möchtet, dann entscheide ich. Wilson, wir vertrauen Ihnen. Machen Sie das. Ja. Also ja. Okay, gut. Ihr berichtet der Polizei also, etwas leiser bitte, die Musik ist gerade sehr laut, danke. Ihr berichtet der Polizei also, was geschehen ist. Man glaubt euch eher weniger, es hört sich doch alles sehr abstrus an und leider will keiner der Angestellten eure Geschichte so recht untermauern. Und von Bruce, von dem ihr berichtet habt, fehlt jede Spur, wenn auch die Angestellten eure Geschichte untermauern, dass Bruce existierte. Officer Peabody, offensichtlich der Polizei ein bekannter Mann, scheint verschwunden und nicht mehr aufzufinden. Und ebenso fehlt jede Spur von Sophie. Dürfen wir Fragen stellen? Gleich, ja. Auch Donny, den ihr draußen getroffen habt, scheint zunächst nicht aufzufinden, wird dann allerdings einige Tage später betrunken in einer Kneipe angetroffen und berichtet zumindest ähnliche Dinge, wie ihr sie gesehen habt. Allerdings kann er nicht direkt von Auffinden einer Kreatur oder ähnlichem schreiben werden. Die Zeitungen und Gazetten der Londoner Oberschicht berichten von dem, was ihr von euch gegeben habt. Und ihr werdet zum einen bewundert, doch auch von vielen belächelt für das, was ihr auf Morriton Manor erlebt habt und von dem ihr jetzt berichtet. Und hiermit endet diese Episode Morriton Manor. Und gleich erzähle ich allen, was wir so entdeckt haben. Ihr habt eine ganze Menge Hinweise gefunden, andere Teile nicht und für euch für euer ganz eigenes Ende entschieden, das zumindest zu Gerechtigkeit geführt hat und einem kleinen Jungen das Leben gerettet, wenn auch nicht seinen Eltern. Ende. Sein Eltern. Schießen sollen. Wir hätten einfach schießen sollen. Dann wäre der Typ nämlich umgeknallt. Tür wäre nie aufgegangen. Also Donny lebt noch. Der Junge lebt noch. Weil die Sonne aufgegangen ist. Wir hätten noch so viele Leute schießen können. Wir waren ja aber so dicht hinter ihm. Ich habe gedacht,
Nein, ich darf sie. Weißt du, aber hätte man die Frau irgendwie heilen? Schießen ist immer die Antwort. Heilen? Das muss euch doch jetzt klar sein. Können, ja. Ja, also dass sie nicht mehr das Monster ist. Ach so, die insgesamt die Frau? Die Frau von. Das eigentlich. Also ich kann jetzt mal ein paar Antworten. Nein, ja. Sie hätte man nicht komplett heilen können. Also man hätte sie nur töten können. Nur ja, ihr hättet sie zum Beispiel töten können. Das wäre eine Option gewesen. Ja gut, das wisst ihr ja gleich alles in Was wäre, wenn. Genau, Was wäre, wenn es nicht normal ist. Hätte ich sagen können, für euch ein paar wichtige Fragen. Ich möchte gerne nur noch zum Protokoll geben, dass Winston und ich in der langen Kutschenfahrt ein sehr ausführliches Gespräch hatten. Er hat mir Sachen gesagt, die ich gesagt haben soll im Delirium, an die ich mich kaum erinnern kann. Was er nicht weiß, ist, dass das vielleicht der Wahrheit entspricht. Doch ich werde es ihm nie sagen. Es ist ein Geheimnis zu furchtbar, um es mit ihm zu teilen. Ey! Was ist denn jetzt mit den anderen Typen? Sag doch, soll ich jetzt alles erzählen? Nee, kann jetzt, ich auch machen. Aber das ist wirklich jetzt gleich für Was wäre, wenn. Ja, aber naja, so ich kann auch jetzt ein Was wäre, wenn machen vor euch. Ja, was ist. Komm, sag doch mal so ein, paar Sachen. Das wird einen Moment dauern, denn ich muss ja das ganze Ding durchgehen. Echt? Ich geh mal durch, was ihr so aber entdeckt habt und was ihr vielleicht nicht. Darf ich noch einen Vorschlag mal? Ich fänd's geil, wenn ihr noch, wenn ihr beide auch noch kurz oder du auch noch so ein bisschen erzählen würdet, was noch passiert mit eurem Charakter. Ich fänd's irgendwie. Oh ja, das finde ich ganz schön. Wirklich sehr interessiert. Du hast völlig recht. Ein schönes Ende. Nun. Gut. Ich nehme den kleinen Elliot und adoptiere ihn und forme ihn nach meinem eigenen Bild. Führe ihn ein in die Oberschicht, erzähle die Geschichte und lasse ihn von Privatlehrern in allen Dingen des gehobenen Stands unterrichten, inklusive des Duellierens. Ich forme ihn nach meinem Ebenbild. Er hat die gleiche Frisur sogar. Ich kehre zurück in meine Kreise und habe mein ohnehin schon reichhaltiges Portfolio an tollen Geschichten erweitert um ein weiteres fantastisches Abenteuer und sehe diese drei Herren hier als die einzigen Begegnungen, die ich nicht als langweilig betrachtet habe und pflege eine innige Brieffreundschaft. Nun, ich muss sagen, dieses Abenteuer mit Ihnen hat mich sehr geprägt. Nachdem meine Hand verheilt ist, habe ich trotzdem der Chirurgie abgesprochen, denn ich habe mit meinen eigenen Augen Übernatürliches gesehen, Paranormales, eine Entität. Ich kann so nicht mehr meinem Beruf nachgehen, ich muss das Wissen irgendwie anders finden. Und deshalb widme ich in Zukunft all meine Kraft der Homöopathie. Denn ich glaube, dort liegt die spirituelle Heilkraft der Zukunft und ich muss ihr nachgehen. Ich werde vielleicht in ein Kloster nach Tibet gehen, auf jeden Fall auch London verlassen. Hier habe ich zu viel negative, schlimme Erfahrungen, auch wenn ich mit Freude an Gesellen zurückdenke, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich mich auf sie verlassen kann. Aber es waren treue Gefährten und wenn irgendwann ein Anruf in Paris kommt und ich nicht im Kloster bin, dann werde ich auf jeden Fall abheben für Graf Mon, für seinen Butler Winston. Und für Lord Grey, es war mir eine Ehre. Das Nahtoderlebnis meines Grafen erschütterte mein Leben und meine Sicht auf das Leben zwischen mir und Graf Mon auf tiefste Ebene. In der Kutsche erzählte mir von wirren Geschichten und ich überlegte kurz, wie viel Wahrheit steckt denn tatsächlich hinter diesem wirren Gefaser, hinter diesem wirren Gestalten, diesen wirren Ideen und tat es ab, wie einst sonst auch jeden Tag, als vollkommener Idiotie. Die Geschehnisse auf Morton Manor hatten mich dennoch vollends geprägt. Ich habe einen Dämon gesehen. Ich habe die tiefsten Tiefen der menschlichen Obszönität erlebt. Und mit diesem Gedanken und mit diesem Wissen habe ich meinen Mut zusammengepackt und habe, als ich jeden Tag die Einkäufe auf dem Markt koordinierte, mich heimlich um andere Stellen beworben. Allerdings ist meine Reputation extrem in den Keller gegangen, nachdem die britische Presse über den Vorfall Morton Manor berichtet habe. Also bleibe ich nun derweil wieder in der Waschküche stehen und höre mir Tag ein, Tag aus meinen Namen, der falsch ausgesprochen wird, an. Winston! Und bereue alles. Winston! Ich hasse mein Leben. Winston! Ich bin hingefallen und kann nicht aufstehen. Schnauze! Ein schönes Schlusswort. Ja. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Wenn ihr wollt, dürft ihr liebend gerne dabei bleiben beim Was wäre, wenn. Ansonsten kriegen wir es auch so hin. Ihr seid herzlich eingeladen. Vielen Dank für dieses wunderschöne Abenteuer.
Ja, nicht das perfekte Ende, aber ihr habt sehr viel gefunden und ich finde ein schönes Ende. Ja, und ihr habt ein eigenes geformtes Ende, das mir gut gefällt. Ihr habt den Jungen gerettet, das ist schon, muss man jetzt auch mal lobend erwähnen, nicht der einfachste. War nicht so einfach, den zu retten. Ja. Also, vielen, vielen Dank. Kurze Pause und bis gleich. Danke, Hauke, danke alle. Danke euch. Oh Mann.